Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Bei mir läuten hier gerade die Glocken draußen vor dem Fenster in München. Es ist 18 Uhr und damit kann es losgehen. Herzlich willkommen zum Nagaya-Talk der Stiftung Menschen für Menschen im Rahmen des Münchner Klimaherbsts heute. Und zu unserem Thema Bäume pflanzen als CO2-Speicher. Ist das echter Klimaschutz oder moderner Ablasshandel? Ich bin Tina Teucher, ich bin Moderatorin für das Thema nachhaltiges Wirtschaften und Gründerin des Vereins Generation Restoration, einem Verein, der sich für regenerative Lösungen in Flüchtlingscamps einsetzt. Und ich darf Sie und euch heute durch den Abend begleiten und das mit drei wunderbaren ExpertInnen, die ich Ihnen auch gleich noch näher vorstellen werde. Aber erstmal ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Wir haben insgesamt ja gut 1,5 Stunden Zeit, in denen Sie auch gerne Ihre Fragen im Chat stellen können, so dass wir das ein bisschen interaktiv gestalten. Worum geht's heute Abend? Also, das eine ist, wir haben ein Problem mit dem Klima. Und die Klimaerhitzung macht uns zunehmend zu schaffen, nicht nur diesen Sommer, sondern auch überall auf der Welt, also zeitlich und global. Ist es ein wachsendes Problem und wenn wir die Klimaerhitzung stoppen wollen, dann müssen wir die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre runterbringen. Und das einerseits, indem wir weniger CO2 ausstoßen und andererseits, indem wir CO2 speichern, zum Beispiel durch Baumpflanzungen. Und wer dazu beitragen möchte als Privatperson oder Unternehmen, findet dazu immer mehr Angebote. Diese Angebote sind in den letzten Jahren, ja, teils schneller aus dem Boden geschossen als die Bäume selbst. Und der Deal ist, wir können Aufforstung mitfinanzieren und dadurch unseren eigenen ökologischen Fußabdruck oder den unseres Unternehmens verkleinern. Das geht mit CO2-Zertifikaten und auch mit der Möglichkeit für Privathaushalte, dass die Aufforstungsprojekte finanziell mit unterstützen, sich daran beteiligen, wie es auch die Stiftung Menschen für Menschen anbietet. Ja, und nun gab es allerdings auch kritische Stimmen an dem Konzept insgesamt. Führt die CO2-Kompensation am Ende wirklich zum Klimaziel? Und wie nachhaltig und ökologisch sinnvoll ist es, wenn wir Aufforstungsmaßnahmen machen, werden die auch tatsächlich so umgesetzt? Und was muss getan werden, damit sie ganzheitlich umgesetzt werden? Das heißt, dass zum Beispiel auch Biodiversität und die sozialen Auswirkungen mitbedacht werden. Und wie können wir vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass unser CO2-Ausstoß von vornherein reduziert wird? Wir also gar nicht so viel kompensieren müssen, sondern wirklich für echten Klimaschutz auch reduzieren und vermeiden und vermindern. Denn wenn wir uns sagen, ja, CO2 kompensieren, wunderbar, dann kann ich ja einfach so weitermachen wie bisher, dann ist ein echtes Umdenken von uns als KonsumentInnen und auch in Unternehmen eher schwierig. Das heißt, die Frage ist, wie können wir verhindern, dass die an sich guten CO2-Kompensationsprojekte dazu führen, dass kein echtes Umdenken stattfindet? Ja, Bäume sind an sich die großen Wunder auf unserer Welt. Die Bäume sind für uns letztendlich eine große Lebensquelle. Sie erfüllen eine Vielzahl an Aufgaben für uns und das zu einem sehr günstigen Preis, sehr effizient. Zum einen nehmen sie eben CO2 auf. Und zum anderen regulieren sie über den Niederschlag und auch den Wasserkreislauf mit. Das heißt, ein einziger Baum, wenn er sehr groß ist, kann an einem Tag bis zu 370 Liter Wasser aufnehmen, in die Atmosphäre freisetzen und bestimmt damit auch mit das Klima. Dadurch können sich wieder Wolken bilden. Die Wolken können, weil sie weiß sind, besser das Sonnenlicht reflektieren und so führt ein Wald ein Stück weit mit dazu, dass sich das lokale Klima verändert und insgesamt auch das globale Klima. Außerdem nehmen Bäume jede Menge, ja, auch Schadstoffe auf, wie zum Beispiel Schwefeldioxid oder Kohlenmonoxid und sorgen insgesamt dafür, dass auch als Wald, als funktionierendes Ökosystem die Biodiversität gestärkt wird. Worüber wir heute mit Ihnen sprechen möchten, ist der CO2-Markt, wie genau funktioniert der eigentlich und warum bekommt er immer wieder den Vorwurf, eben nicht zu funktionieren oder das eigentliche Ziel zu verfehlen? Stichwort Greenwashing. Wie vermeidet man dieses Greenwashing? Worauf kann man achten? Und welche speziellen Vorteile oder Effekte hat die Aufforstung?
Und dazu möchte ich mit meinen Expertinnen und Experten hier diskutieren, die ich Ihnen jetzt gerne kurz vorstellen würde. Und dann gehen wir auch schon ins Gespräch. Da ist zum einen Ruth von Heusinge. Herzlich willkommen, Ruth von Heusinge. Sie Hallo ist Tina. Gründerin und Geschäftsführerin, hallo Ruth, von For Tomorrow, einer gemeinnützigen GmbH. Ihr Hintergrund ist, dass sie Diplomphysikerin ist. Sie arbeitet zunächst im Bereich erneuerbare Energien und Emissionshandel. Und dann im Bereich der freiwilligen CO2-Kompensation bei Atmosphäre. Und was für Sie so ein Stück weit fehlte, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wie können wir Klimaschutzmaßnahmen auch in Europa umsetzen? Und dafür gründete sie 2019 die gemeinnützige GmbH For Tomorrow. Und jetzt ist sie überzeugt, dass Klimaneutralität in unserer Gesellschaft und Infrastruktur nur gelingen kann, wenn wir auch CO2-Kompensationen mitdenken und einbinden. Das heißt, wir müssen reduzieren, ja, aber es braucht eben auch die Kompensation. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Und der Ausgleich, wie das funktioniert, Ruth, dazu wirst du sicherlich auch gleich noch was erzählen. Zum einen durch die Pflanzung von Mischwäldern bei For Tomorrow und zum anderen quasi den großen Emittenten in Europa die Emissionsrechte wegkaufen, damit sie gezwungen werden, das CO2 ja, nicht mehr weiter auszustoßen. Also das ist eure Doppelstrategie. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass du da bist. Dann sprechen wir mit Steffen Ehrath. Steffen ist Head of Innovation und Sustainability bei der Hansgrohe Group. Und er ist damit einer der kreativen Köpfe des Schwarzwälder Sanitärunternehmens. Er ist diplomierter Wirtschaftsingenieur. Er kam 2005 zu Hansgrohe, hat dort als Produktmanager begonnen und leitet seit 2016 ganz unterschiedliche Produkt- und Innovationsabteilungen bei Hansgrohe. Das ist, vielen wird es was sagen, der führende Hersteller für Brausen, Duschsysteme, Bäder, Badarmaturen, Küchenspülen. Und als Leiter des Transformationsteams Green Company beschleunigt Steffen die grüne Transformation in dem Traditionsunternehmen und verbindet damit Tradition und Innovation. Er bewertet und unterstützt Startups im europäischen Greentech-Sektor und leitet daraus dann strategische Investitionsempfehlungen ab. Und zwar für ein Hansgrohe Unternehmen, ein Corporate Venture Fonds, Masco Corporation. Und ist insofern ja doppelt gefragt mit seiner Expertise, einerseits als Produkt- und Innovationsmanager, als auch eben in die Startup-Welt hinein. Er ist außerdem Gastdozent der Uni St. Gallen und Jurymitglied der Green Awards. Das werden einige von Ihnen kennen vom Green Tech Festival und beim Deutschen Gründerpreis. Und ja, selbst ausgezeichnet wurde seine Arbeit auch noch mit dem ESG Company of the Year Award der Steinbeis Augsburg Business School. Herzlich willkommen, Steffen. Schön, dass du heute auch mitdiskutierst. Hallo, hi. Und Dr. Sebastian Brandes, er ist Vorstandssprecher der Stiftung Menschen für Menschen, dem heutigen Veranstalter unseres Nagaya Talks. Sebastian Brandes ist seit Dezember 2016 im Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen und seit April 2019 auch der Sprecher des Vorstands. Und er setzt sich für das Thema Menschlichkeit ein und eine innovative, nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit in Äthiopien. Bevor er sozialer Unternehmer wurde, wie er sich jetzt bezeichnet, war er von 1995 bis 2016 in leitenden Funktionen in verschiedenen Unternehmen in der IT- und Telekommunikationsbranche. Und gemeinsam mit der Stiftung Menschen für Menschen setzt er sich heute dafür ein, dass eben Aufforstungsprojekte in Äthiopien gefördert werden, aber dabei eine integrierte Aufforstung passiert. Darüber werden wir auch noch gleich noch sprechen. Und aus seiner Sicht können CO2-Zertifikate durchaus zum globalen Klimaschutz beitragen, wenn ihre Leitplanken richtig gesetzt werden und damit ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird. Jetzt kennt ihr einmal so unsere, ja, unsere Experten. Sebastian, schön, dass du da bist und auch eingeladen hast und heute hier diese Runde zusammengestellt hast. Sie alle und ihr alle könnt mitdiskutieren im Chat. Wir werden eure Fragen so nach und nach ja mit anschauen, schauen, wo passen sie rein und am Ende haben wir auch noch Zeit. Und genau, möchten einmal starten mit der Frage, wie ist es eigentlich mit diesem CO2-Markt? Was können wir uns darunter vorstellen? Wenn wir über den CO2-Markt reden, gibt es ja erstmal so zwei unterschiedliche Märkte.
einmal den Pflichtmarkt von der EU, das EU-Emissionshandelssystem, Englisch European Union Emissions Trading, also EU-ETS. Und das gibt es seit 2005 und war damals das erste, ist auch nach wie vor das weltweit größte für Emissionsrechte Handel. Es betrifft aber nur wenige Verursacher, die vor allen Dingen eben ja in den sehr CO2-intensiven Branchen wie Eisen- und Stahlverhüttung, Papier- und Zelluloseproduktion, Zement, thermische Kraftwerke und so weiter aktiv sind. Und dort ist es so, die Zertifikate dafür sind begrenzt. Die Unternehmen handeln die untereinander. Und kurz gesagt, wer mehr ausstößt, als ihm dazu steht, muss dann Zertifikate bei anderen Unternehmen zukaufen oder eine Strafsteuer zahlen. Um diesen Markt soll es heute nicht gehen, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, den EU-Zertifikatehandel, sondern um den zweiten Bereich, und der nennt sich der freiwillige Markt oder der freiwillige Emissionshandel. Und dort finanzieren eben Unternehmen oder auch Privatpersonen Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern, die dort wiederum eine Emissionsminderung bewirken. Und damit wird das Kohlendioxid kompensiert, was hier erzeugt wurde oder zum Beispiel bei Flügen. Und dahinter steht der Gedanke, dass man ja letztendlich für den Klimaschutz etwas tun kann, solange der CO2-Ausstoß irgendwo reduziert wird. Wie freiwillig dieser Markt ist, kann man natürlich auch noch diskutieren, weil Kunden von Unternehmen und auch die Politik machen Druck auf die Unternehmen und möchten, dass eben da ja was passiert in Richtung Nachhaltigkeit. Insofern wird dieser Markt auch schon dadurch beeinflusst. Und ja, ich möchte gerne mit euch in einer Diskussionsrunde starten, tatsächlich auch diese Frage zu stellen: Welche Rolle spielt der freiwillige CO2-Markt für euch und in eurer Arbeit? Und Ruth, ich würde gerne mit dir anfangen. Was genau ist die Rolle von For Tomorrow? Was macht ihr bei For Tomorrow für den CO2-Markt? Ja, also ich habe For Tomorrow eben gegründet, weil ich gemerkt habe, dass wenn wir in Europa leben, wenn wir in Deutschland leben, wir können vieles tun, um unseren eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wir können unsere Mobilität umstellen, unsere Ernährung umstellen, weil wir werden immer einen Restbetrag haben, dadurch, dass wir die öffentliche Infrastruktur nutzen, dadurch, dass wir auf manches keinen Einfluss haben, zum Beispiel auf die Gebäude, wie die gebaut wurden, die wir nutzen. Und da haben wir dann noch eine Restemission, die wir halt nicht durch unseren Lebensstil beeinflussen können, solange wir in Deutschland leben wollen. Also wir könnten natürlich wegziehen, aber das wäre sehr drastisch. Und dafür wollte ich Menschen eine Möglichkeit geben, auch diesen CO2-Ausstoß zu beeinflussen. Und deswegen habe ich For Tomorrow gegründet. Ich habe ja früher in diesem verpflichtenden Emissionshandel gearbeitet, den du schon erwähnt hast. Und ich habe diese beiden Märkte verknüpft, also diesen verpflichtenden Markt mit dem freiwilligen Markt, weil bei For Tomorrow, da kann man freiwillig spenden und wir nutzen dann die Spende und gehen in diesen verpflichtenden Emissionshandel rein und kaufen dort die Emissionsrechte weg, weil diese Unternehmen, die Stahlkonzerne, Zementindustrie, Betonindustrie, die müssen dort für ihren CO2-Ausstoß eben Emissionsrechte kaufen von der Regierung. Und auch wenn sie die nicht haben, müssen sie halt eine Strafe zahlen, aber trotzdem noch diese Emissionsrechte kaufen. Und wenn wir die Menge verknappen, dann wird weniger CO2 ausgestoßen von diesen großen Verschmutzern und wir erreichen, dass die umstellen schneller. Und das wollte ich eben zur Verfügung stellen, diesen Hebel. Und das wird auch sehr gut genutzt. Das ist so diese CO2-Reduktionsseite, dass man wirklich den CO2-Ausstoß der großen Emittenten in Europa reduzieren kann. Doch dann kam schnell auch von Menschen eben, dass die das ganz gut finden und eben auch gerne nutzen, aber dass sie eben auch CO2 aus der Luft holen wollen langfristig. Und das ist auch was, was wir machen müssen, wenn wir die Klimakrise auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Dann reicht es nicht, nur den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern wir müssen wirklich langfristig auch CO2 aus der Luft holen, weil wir eben auf diese 350 Parts per Million wieder runter müssen an CO2-Konzentration in der Luft. Wir sind jetzt mittlerweile schon über 410 Parts per Million. Und um da wieder runterzukommen, müssen wir wirklich eben CO2 aus der Luft holen. Und da haben wir uns dann angeschaut, was können wir machen und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das Beste ist, neue Mischwälder zu pflanzen,
dass das das kosteneffektivste ist, was wir machen können, um CO2 aus der Luft zu holen. Wir machen das in Deutschland und da sind wir auch komplett im freiwilligen Markt unterwegs. Also das hat dann nichts mehr mit dem verpflichtenden Markt zu tun. Und das ist ja auch das, worum es heute gehen soll, um diesen Part. Und wir haben uns dort für Deutschland entschieden, weil es hier eben sehr strenge Waldschutzgesetze gibt. Also was wir machen ist, wir machen Erstaufforstung, also wir pflanzen neue Wälder auf Flächen, wo vorher noch kein Wald war, wo zum Beispiel früher mal Kohle abgebaut wurde, wo Tierfutter angebaut wurde, also landwirtschaftliche Flächen, und wandeln diese Flächen wirklich um, sodass es Waldflächen werden, sind, und forsten diese auf und in einer Weise, sodass wirklich langfristig ein Mischwald entsteht. Und was wir damit erreichen, ist, dass eben diese Gesamtwaldfläche in Deutschland wächst. Wir sind jetzt bei so ein bisschen über 30% Fläche, also an Waldfläche in Deutschland. Mhm. Und wir waren früher mal bei so circa 70% Waldfläche. Und wir wollen einfach dafür sorgen, früher, dass diese... Wenn ich fragen darf? Also vor 1000 Jahren ungefähr, also so im Mittelalter eher. Ja. Und wenn wir eben dafür sorgen, der Wald nimmt ja jetzt schon sehr viel von unserem CO2-Ausstoß wieder auf. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass wir auf der einen Seite eben CO2 reduzieren, aber auf der anderen Seite eben auch das, was die Natur jetzt schon aufnimmt, noch erhöhen. Und das können wir eben schaffen, indem wir neue Waldflächen pflanzen, sodass wir halt in diesen Kreislauf kommen, dass wir eben nur noch so viel CO2 ausstoßen, wie der Wald auch wieder aufnimmt. Und dafür brauchen wir eben noch mehr Waldfläche. Und das ist das, was wir dann mit den Spenden, die reinkommen, ermöglichen, dass hier in Deutschland die Waldfläche wächst. Mhm. Dankeschön. Ja, Sebastian, ihr heißt ja Menschen für Menschen als Stiftung. Warum geht es dann um Waldaufforstung? Was hat es damit auf sich? Warum seid ihr in dem Bereich aktiv? Ja, wir sind seit über 30 Jahren in dem Bereich aktiv, weil ja der Wald oder das Klima wir deswegen schützen müssen, weil wir vor allem Lebensräume für die Menschen erhalten wollen. Die Erde wird ja auch ohne die Menschen überleben und das, was sie im Wald noch hat, noch weiter existieren können, aber der Mensch wird vielleicht nicht mehr existieren können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir schon seit ja, fast 40 Jahren eigentlich jetzt, indem wir lokal ja immer ganzheitlich versuchen, die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern und zu verändern, ganzheitlich alle Bereiche des Lebens auch erfassen. Und dazu gehört unter anderem natürlich auch die Landwirtschaft und die lokale Ökologie. Und daher haben wir insbesondere wenn es um Ernährungssicherheit geht, ist eines der 5 Säulen, die wir mit bearbeiten, also neben Gesundheit, Wasser, Schulbau und vor allem auch ökonomische Entwicklung, vor allem für Unterstützung für Frauen, ist gerade das Thema Ernährungssicherheit extrem davon abhängig, wie gut die lokale Ökologie existiert, also um Erosion der Böden zu verhindern, aber auch Wasser zu speichern, Wasser aus dem Grundwasser wieder, das Grundwasser wieder steigen zu lassen. Dazu gehört ganz besonders auch Aufforstung. Das heißt, wir haben nämlich immer Mittel zum Zweck, über Jahre für die Menschen vor Ort, mit den Menschen vor Ort, vor allem, Tausende von Hektar aufgeforstet. Und jetzt hat sich das so ergeben, dass auf der einen Seite, Ruth hat gerade die Zahlen in Deutschland erwähnt, in Äthiopien war die Waldabdeckung vor 150 Jahren, so wie man es noch weiß, etwa bei 40%. Heute ist sie zwischenzeitlich bei unter 10% gewesen. Das heißt, wir haben noch, um die deutschen Verhältnisse zu erreichen, müssen wir noch mindestens 20% wieder aufforsten. Und das hat auch die äthiopische Regierung erkannt, sodass also Aufforstung für Äthiopien auch ein politisches, massives Ziel ist, um die Natur wieder zu regenerieren. Und zum Zweiten ergibt sich für uns natürlich, für unsere Arbeit, eine neue Finanzierungsquelle. Nicht, wenn Leute vielleicht sagen, nee, für Menschen in Afrika will ich eigentlich nicht mehr spenden, aber ich will, dass die Natur sich regeneriert, dann investieren sie eben in CO2-Zertifikate oder in CO2-Speicher. Und daher ist das für uns auch eine Finanzierungsquelle. Sowohl also eine Nachfrageseite, weil vor Ort die Regenerierung der Natur ganz essentiell ist, damit die Menschen überhaupt eine stabile und resiliente Ernährungssituation haben, als aber auch natürlich eine Finanzierungsquelle. Und so zeigen wir jetzt langsam in das Thema CO2 eben ein. Mhm. Wie sieht das aus bei euch, Steffen, mit dem Thema CO2? Als Unternehmen muss man ja dazu inzwischen quasi Stellung nehmen oder ja letztendlich auch schauen, wie kann ich meinen CO2-Fußabdruck reduzieren? Wie ist da eure Strategie? Ja, wir haben seit 2019 so ein Green Company Team. Also das Thema Nachhaltigkeit bei Hansgrohe ist seit eh und je
Und was heißt E&J? Seit 1968, da kam Klaus Krohl, das ist der Sohn von Hans Krohl, ins Unternehmen. Und es war so ein sehr nachhaltiger, visionärer Unternehmensleiter. Deswegen ist das Logo auch grün. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit liegt uns irgendwie am Herzen, weil wir auch mitten im Schwarzwald sind. Also umgeben in Schildach, das sind 3000 Einwohner haben wir. Und wenn du aus dem Büro guckst, ist überall Wald. Und der Schwarzwald ist ein Mahnmal. Ich glaube, vor über 150 Jahren war es komplett kahlgeschlagen, der Schwarzwald. Der war ursprünglich nicht so, wie er aussieht. Die Römer haben zwar damals schon gemeint, da war schwarz, aber da war keine Fichte da. Also das ist ja alles, ich glaube, Mischwald wäre deutlich besser, aber niemand von uns kennt den Schwarzwald als Mischwald, sondern es sind überall Fichten. Mhm. Wir wissen, wie heftig es um den Wald steht. Also letztes Jahr sah es echt nicht gut aus. Noch so ein trockener Winter und Sommer und die haben gemeint, dann ist der Schwarzwald fast kaputt. Da kommt halt Borkenkäfer und Co. rein. Wir sehen das aus dem privaten Umfeld, aber bei uns ist das große Thema eigentlich nicht Wald, sondern Wasser. Also wir machen ja Brausenarmaturen. Mhm. Wir gehen sehr, sehr nachhaltig mit dem Element um. Aber Wald und Wasser hängen zusammen. Und was wir jetzt halt gemacht haben, nachdem Klaus Grohe und Family dann raus sind aus dem Management, denen gehört immer noch ein Teil von Hans Grohe, da haben wir halt dieses implizite Vorleben versucht, explizit zu machen mit einer Nachhaltigkeitsstrategie, Klimaschutzstrategie. Das heißt, wir haben 2019 erst richtig angefangen, diese CO2-Fußabdrücke vom Unternehmen zu messen. Wir haben zwar 2011 schon mal die erste CO2-Analyse gemacht von einer Handbrause, es hat aber wirklich niemanden interessiert. Also wie groß der CO2-Fußabdruck einer Handbrause ist, wusste 2011 niemand. Und jetzt so langsam wird es halt relevant. Und es ist schon spannend, wenn du dann halt mal schwarz auf weiß siehst, wie groß dein CO2-Fußabdruck ist. Und bei uns sind es 400.000 Tonnen CO2 pro Jahr, wobei knapp 90%, und so geht es sehr, sehr vielen Unternehmen, in Scope 3 sind. Also Scope 3 ist ja eher in der Lieferkette davor und danach gelagert. Und bei uns wäre es sogar so, wird man die Warmwassernutzung von der Handbrause, da fließt ja warmes Wasser durch, noch dazu nehmen, wären es 99,99999. Also die Nutzungsphase ist eigentlich das Problem. Dürfen wir aber, anhand, gibt es halt auch immer wieder Protokolle, nicht mit reinrechnen und trotzdem sind dann über 90% Scope 3 Emissionen. Und ich finde halt wichtig ist, wenn du das hast. Kannst du vielleicht nochmal kurz für unsere Zuhörer, Zuschauer sagen, was Scope 1, 2 und 3 ist bei Unternehmen? Genau, also ich habe auch ein paar Beispiele dabei. Also Scope 1 sind einfach die direkten Emissionen, die direkt in unserem Werk entstehen. Also wenn wir zum Beispiel direkt kühlen oder Fuhrpark oder Wärmeerzeugung, das sind bei uns knapp 2% der direkten Emissionen aus internen Prozessen und Anlagen. Dann Scope 2 Emissionen sind indirekt, im Wesentlichen ist Elektrizität. Also wir konsumieren Strom und wenn es jetzt kein Grünstrom ist, dann entstehen da aber irgendwo anders Emissionen. Das ist Scope 2 und Scope 3 sind indirekte Emissionen, das sind vorgelagerte und nachgelagerte Emissionen. Also bei uns ist das viel mit Material, wenn zum Beispiel eine Armatur aus Messing ist und das Kupfer oder Zink kommt aus Chile, dann eigentlich von der Mine, wenn da einer einen LKW fährt mit Diesel, wird es da reingerechnet. Mhm. Und deswegen ist das natürlich die viel, viel größere Kette und die macht bei uns knapp 92% aus. Und wenn du es dann halt mal klar hast, die Zahlen, dann lässt sich es auch besser managen. Jetzt sind wir halt ein Unternehmen und Unternehmer oder Manager, die arbeiten gern mit Zahlen und so wie du eine Bilanz hast mit Euros, brauchst du jetzt halt auch eine Bilanz mit CO2. Dann brauchst du noch ein gescheites Ziel. Klimaneutralität finde ich nicht so gescheit, ist schon gut, aber der Weg dahin ist die Frage. Und wir machen dann diese Science-Based Targets, also nochmal so ein Fachwort, dass du halt jedes Jahr kontinuierlich reduzierst, idealerweise über 4%. Da gibt es den 1,5-Grad-Weg oder den 2-Grad-Pfad. Es geht jetzt ins Detail, aber ich denke, ein paar vom Publikum kennen sich aus. Ich finde das ganz gut. So wirst du praktisch jedes Jahr gezwungen, egal wie du wächst, immer kontinuierlich absolut zu reduzieren. Weil sonst, wenn du sagst, ich bin 2050 klimaneutral, könntest du bis 2049 so weitermachen und Tag davor anfangen schlimmstenfalls kompensieren alles. Science-based heißt, das ist auf Grundlage des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens wird ausgerechnet, wie viel darf jede Branche eigentlich noch emittieren, damit wir das erreichen und dann runtergerechnet auf euer Unternehmen. Das heißt, oder? Wie ist das dann, wie hat sich das dann wissenschaftlich ergeben? Nicht nur auf die Branche, sondern insgesamt. Heißt halt, wie viel muss man reduzieren? Dann musst du dir ein Basisjahr auswählen und dann geht es halt runter. Und bei uns bedeutet das jedes Jahr 4% weiter runter. Das muss man noch in Scope 1, 2 und 3
unterscheiden. Aber ja, das gibt ja schon einen guten Weg dahin. Das Thema ist, wenn du halt anfängst zu reduzieren, am Anfang ist einfacher. Einfach umstellen von normalen Strom auf Grünstrom, hast schon 80% der Emissionen runter in Scope 2. Das wird halt, je länger du arbeitest, desto 80-20-Regel, desto heftiger wird es. Deswegen musst du eigentlich heute schon anfangen, damit du in 10, 15 Jahren da bist. Ja. Ja, wir nehmen ja schon so ein paar Fragen für später mit auf und danke für den Hinweis hier im Chat. Das 1,5-Grad-Ziel ist eigentlich der falsche Begriff, also ist die Obergrenze. Und wenn wir drunter kommen als Ziel, ist das super und das wäre anzustreben. Ja, du hast auch gerade schon gesagt, wenn man sich quasi wissenschaftsbasierte Ziele setzt, ist es sehr viel greifbarer und das ist auch das, was ja eben der Vorwurf ist in Richtung Greenwashing. Also gibt es Werbung, die irreführend ist, weil sie Nachhaltigkeit behauptet und es steckt keine dahinter. Das ist so der Vorwurf, wenn man über Greenwashing spricht. Und die Europäische Union hat jetzt angekündigt, das zu verbieten. Also Produkte, die sich als umweltfreundlich bezeichnen und dann entweder das nicht sind oder dafür keinen Beweis vorlegen. Und darauf hat sich zumindest das EU-Parlament mit den EU-Mitgliedstaaten verständigt. Jetzt ist eine Abstimmung für November geplant. Und dann haben die Mitgliedstaaten noch 2 Jahre Zeit, die EU-Richtlinie umzusetzen. Und es gab eben unter anderem Recherchen von Publikationen wie die Zeit und Guardian und New York Times, dem Thema CO2-Kompensation letztendlich vorgeworfen haben, das geht eigentlich nicht mit rechten Dingen zu. Jetzt Frage an dich, Ruth, und auch an dich, Sebastian, dann was steckt denn eigentlich hinter diesem Vorwurf? Was ist da genau passiert? Ich würde mal mit dir anfangen, Ruth. Ja, das Problem war, dass es eben noch keine Regulierung gab. Also jeder konnte da irgendwie was hinschreiben. Und dann wurde halt auch irgendwas hingeschrieben. Und das ist wirklich ein Problem. Und das ist sehr gut, dass das jetzt angegangen wird, weil das natürlich eine Täuschung ist letztendlich. Und weil man als Verbraucher auch nicht die Zeit hat, sich das alles genau durchzulesen und genau anzuschauen und genau beurteilen zu können. Also da müssen wirklich die Unternehmen in die Pflicht genommen werden, dass die sich eben ihrer Verantwortung bewusst werden und eben auch genau anschauen, mit welchen Projekten sie da denn ihren CO2-Ausstoß ausgleichen. Es gab ja dieses schöne Beispiel zum Beispiel von Katar, die dann gesagt haben, die Fußball-Weltmeisterschaft wäre klimaneutral. Totaler Quatsch, also weil die einfach, die haben irgendwelche erneuerbaren Energienprojekte genommen, die sowieso gebaut werden, da irgendeine CO2-Reduktion sich angerechnet daraus. Das hatte keine Klimawirkung und das ist halt gerade das Problem. Das ist auch das Problem, was wir jetzt eben bei manchen Aufforstungsprojekten oder Waldschutzprojekten waren es eher hatten, dass eben gesagt wurde, gib mir Geld, sonst holze ich meine Waldfläche ab. Und dann wurde denen Geld gegeben und dann wurde eben da das CO2, was dann nicht ausgestoßen wurde, weil der Wald nicht abgeholzt wurde, wurde dann angerechnet. Aber das ist natürlich ein Problem, weil man eben nachweisen müsste, dass der Wald auch wirklich abgeholzt worden wäre. Und das ist sowas, was die Menschen, die dann den Wald besitzen, eben immer wieder sagen können, dass sie sonst halt ihren Wald abholzen würden. Da muss es ganz klare Standards geben. Und weil das Wichtige ist ja, was man machen möchte, wenn man für den Klimaschutz spendet, wenn man CO2 ausgleicht, dass wirklich das Geld, was man reinsteckt, eine Wirkung hat, die sonst nicht passiert wäre. Also es ist ganz, ganz wichtig, da achten wir auch bei den Aufforstungsprojekten drauf, dass die sonst nicht passiert wären, wenn wir die nicht finanziert hätten. Die Additionalität, die Zusätzlichkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist halt auch das, was bei vielen erneuerbaren Energienprojekten einfach nicht gegeben wird. Da kommen dann CO2-Zertifikate aus irgendwelchen Großwasserkraftwerken, die halt so oder so laufen würden. Da fehlt eben die Zusätzlichkeit. Und das ist gut, wenn die vom Markt verschwinden, weil die eben auch den Preis sehr stark nach unten setzen, weil diese Großwasserkraftwerke verkaufen das einfach, wenn sie das zusätzlich verkaufen können für irgendeinen Preis. Und das macht es dann wieder schwieriger für die Projekte, die wirklich Zusätzlichkeit haben, weil da die Tonne CO2 eben sehr viel teurer ist, wenn man die dort ausgleichen möchte. Ja,
diese Kritik, das wäre jetzt auch, genau, Sebastian ergänzt gerne und ich würde dann gerne auch noch fragen, wie euch die Kritik quasi getroffen hat, also ob ihr das dann gemerkt habt, dass es im Markt so eine Verunsicherung gibt, aber gerne Sebastian, ja. Ja, nee, ich glaube, ja, als wir uns überlegt haben, wie können wir sozusagen den Klimaschutz, den wir sowieso vor Ort betreiben, tatsächlich besser auch erzählen und damit auch Spenden einsammeln, dann haben uns natürlich alle möglichen Leute geraten, ihr könnt doch die grünen Öfen, die ihr verteilt, auch zertifizieren lassen. Da gibt es tatsächlich auch Projekte, die für einige zur Erklärung, es gibt die meisten Bauern und Bäuerinnen kochen auf offenen Feuerstellen. Das verbraucht sehr viel Holz neben den Gesundheitsproblemen für die Kinder, die drum rumlaufen. Und wenn man da relativ einfache Ringe drumherum baut, meistens sind es Zementringe oder verschiedene grüne Öfenkonzepte, dann spart man ruckzuck 80% des Holzes und hätte quasi dadurch auch den erzeugten CO2-Ausstoß, der durch das Abholzen des Holzes und so weiter vermieden. Ich habe diese ganze sogenannten Vermeidungszertifikate heißen, ja, eben genauso wie Ruth eben erzählte von den Waldschutzprojekten, nie verstanden, muss ich sagen, weil ich einfach physikalisch, wir sind ja beide Physiker, nie verstanden habe, wie da zusätzlich CO2 und Biomasse gespeichert wird. Das ist ja nur eine Vermeidung dessen, was entweder sowieso passiert oder eben bei den Waldschutzprojekten für das Extreme hätte man ja eine Kampagne für Bolsonaro fahren müssen. Denn wenn Bolsonaro in Brasilien eine Macht würde, würde wahrscheinlich 10% abholzen, dann könnte mehr CO2-Zertifikate verkaufen, um das zu schützen. Also deswegen haben wir diese Vermeidungszertifikate von vornherein nie gemacht, sondern tatsächlich nur Dinge getan. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir eben Aufforstungsprojekte, die so aufgesetzt sind, dass sie alles das mit inkludieren. Nämlich verteilen auch die grünen Öfen, weil sonst die Leute eben genauso viel aufforsten müssen. Wir machen auch Wasserstellen, weil die Leute dann sehen, dass der Wald Wasser bringen wird. Dann sind sie nämlich inhärent interessiert, auch diesen Wald zu schützen. Und wir können eigentlich, bräuchten wir gar kein Zertifikat, sondern wir können einfach mit einem Satellitenbild und vielleicht einer Drohne, die drüber fliegt, jedes Jahr wissen, wie viel Biomasse entstanden ist und dann wissenschaftlich nachweisen, dass da CO2 gespeichert wurde. Und damit kann man auch keinen Schmuh betreiben, sozusagen. Und das war, deswegen haben wir von vornherein auf Aufforstung gestürzt. Und ich bin eigentlich auch sehr froh über die Diskussion, weil es eben so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt von so Glücksrittern, die versucht haben, in dem neuen Markt, wie es ja immer so ist in neuen Märkten, wenn so Goldgräberstimmung entsteht, versuchen Leute schnell den Markt zu machen. Und ich glaube, die Diskussion ist sehr sinnvoll. Und so kommen, also wir empfinden das eigentlich eher so, dass die Diskussion zwar mühsam ist, aber dazu kommen Leute zu uns, die letztes Jahr noch irgendwelche Kompensationszertifikate gekauft haben und sagen plötzlich, nee, so ein komisches Projekt will ich nicht mehr, ich will, dass es vernünftig ist. Ja, und dann kommen sie zu uns und sagen, zu euch kann ich hinfliegen, kann mir den Wald anschauen in 3, 4 Jahren. Und daher sind, glaube ich, sind wir sehr froh, deswegen heute auch der Talk. Das ist ja genau der. Um die Differenzierung zu machen. Ja, also auch die Aufklärung, dass das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird. Ja. Ich meine, es gibt schlechte Operationen, da sagt man nicht gleich, die ganze Chirurgie ist schlecht, sondern man muss halt gucken, dass man es vernünftig macht. Und da, weil der Fakt ist ja, die Welt muss regeneriert werden, die Ökosysteme sind kaputt und es geht um die Frage, wie finanziert man das und wie kontrolliert man die Qualität, dass auch das wirklich ankommt. Ja. Ruth, wie war das bei euch? Hat es Verunsicherung gegeben im Markt, die ihr auch zu spüren bekommen habt? Ja, generell fragen die Menschen mehr nach, aber das sehe ich auch sehr positiv. Was schade ist, ist, wenn Menschen dann erstmal gar nichts mehr machen, weil sie eben verunsichert sind. Weil da haben wir einfach die Zeit, die drängt bei der Klimakrise. Mhm. Also wir müssen wirklich ins Handeln kommen. Aber ich sehe es insgesamt als positiv, weil es eben jetzt differenzierter wird. Also es gibt eine klarere Abgrenzung. Und ich denke auch, dass langfristig dadurch, durch diese Aufklärungsarbeit jetzt eben mehr Geld in wirklich gute Projekte fließt. Was ich ein bisschen schade finde, ist immer, wenn es dann so überschießt. Also es gibt zum Beispiel jetzt ein paar Artikel, wo einfach nicht gut recherchiert wurde und wo einfach nur festgestellt wurde, da wird irgendwas mit Aufforstung gemacht, das muss schlecht sein. Ja, Skandal. Oder halt jetzt das auch. Man sucht halt auch immer das schwarze Schaf, ne? Ja. Die schwarzen Schafe, ja. Ja, aber teilweise dann eben auch Journalisten, die dann irgendwie keine Zeit haben oder sich nicht die Mühe machen, genau zu recherchieren. Und das wäre natürlich schon Aufgabe der Journalisten, da auch genau zu recherchieren. Oder dann eben auch so Aussagen, Bill Gates hat ja leider neulich eine Aussage getroffen, dass irgendwie alle die Bäume pflanzen Idioten wären.
so ein bisschen, wo es so verallgemeinert wird. Ne? Das ist ja das, was du auch schon meintest, Sebastian. Das ist halt wichtig, dass dann nicht alles in einen Topf geworfen wird und nicht generell irgendwie Aufforstung als schlecht dargestellt wird, weil es gibt eben wirklich sehr viele, sehr gute Projekte. Ja, Stichwort großer Topf, Steffen. Wie geht ihr vor mit dem großen Topf an Angeboten? Wie wählt ihr eure CO2-Zertifikate aus für die Neutralstellung eurer, ich glaube, 400.000 Tonnen hattest du gesagt, ne? Ja, ja. Aber wir machen nicht alle 400.000 Tonnen neutral, also nur Scope 1 und 2, nicht die komplette Kette. Aber man muss schon sagen, aus der Industrie raus, wo es ja sehr rational auch manchmal zugeht, haben die Artikel schon für Verunsicherung gesorgt. Und auch das, was jetzt von der EU kommt, da ist Verunsicherung drin. Bleibt der Begriff Klimaneutralität so bestehen? Darf man den noch so verwenden, wenn man nur kompensiert? Es gibt den Kritikern, die das Ganze ja auch gern als Ablasshandel bezeichnen, modernen Ablasshandel natürlich, Zuspruch. Und auf einmal sagt man, wenn es eh nicht sicher ist, ob das Geld wirklich ankommt und ob es überhaupt was nützt, dann lasst uns lieber gleich bleiben. Und das ist gefährlich, weil wir es eigentlich durch diesen CO2-Preis auf eine elegante Art und Weise geschafft haben, diese Externalitäten. Und CO2 ist ja nur eine. Also Wasser hat ja auch ein Wertschätzungsproblem, aber wir sind jetzt ja heute bei CO2. Dass das zumindest mal in unsere Wirtschafts-, in unsere Excel-Listen reinfließt und irgendwie aus CO2 werden Euros, also man kann es ja übersetzen, ob der Mechanismus stimmt, ist eine andere Frage. Aber zumindest kann man dann mal, hat man einen Gegenwert in Euro. Und wenn ich einen Gegenwert in Euro habe, rechnen sich vielleicht auf einmal auch Projekte zum Reduzieren, die sich davor vielleicht nicht gerechnet haben, weil die reine wirtschaftliche Betrachtung auf Euro-Ebene ohne CO2 vielleicht zu schlecht war. Also von dem her ist eigentlich eine gute Sache, dass es diese CO2-Kompensationsmöglichkeiten auf dem freiwilligen Markt gibt. Aber der Preis ist eigentlich schon auch mitentscheidend. Und das müssen wir halt aufpassen. Das heißt, wenn wir uns dann anschauen, das Ziel muss ja immer erstmal sein, zu vermeiden, also als Industrie immer vermeiden, dann reduzieren und wirklich nur noch das, was übrig ist, das zu kompensieren. Und auch die Energie, die wir einsetzen, wir stellen jetzt nicht Kompensationsexperten bei uns ein, sondern wir stellen eher Reduktions-, also Energieeffizienzexperten und so ein. Also wir versuchen, die ganzen Kräfte eigentlich auf Reduktion und Vermeidungsstrategien zu setzen. Und dann zum Schluss machst du es irgendwann ein bisschen einfacher und du guckst natürlich nach einem Standard. Gibt es ja auch unterschiedliche Standards, aber selbst die werden ja teilweise zerrupft, wo du dachtest noch, das ist ein guter Standard und auf einmal gibt es dann, also so ist es halt wie immer im Leben, das ist schon nie immer alles perfekt. Und dann kommt der Preis ins Spiel und dann versuchst schon so ein bisschen so auszubalancieren. Du nimmst nicht unbedingt das Teuerste, aber auch nicht das Günstigste und dann versuchst irgendwie eine Geschichte zu erzählen und bei uns ist halt Wasser. Also versuchen wir irgendwelche Projekte zu finden, die was mit Wasser zu tun haben, die sind aber sehr teuer und dann balancierst du das ein Stück weit aus und schade dran ist halt, dass es dann jedes Jahr, wenn es blöd läuft, andere Projekte sind. Das heißt, du kannst dann auch gar nicht so richtig nachhaltig drüber berichten und deswegen ist so unsere Idee, also eigentlich wollten wir eigene Projekte machen, kostet aber enorm viel Geld, ist ein großes Risiko und das Volumen, das wir in Scope 1 und 2 haben, reicht gar nicht aus. Also dann müsste man sich zusammenschließen mit anderen und auf einmal wirst du dann selber zu so einem Anbieter, was ja gar nicht dein Kerngeschäft ist, also lässt du da bleiben. Oder du überlegst dir irgendwann, zumindest vor Ort zu sein und vielleicht dann, also dadurch, dass jetzt unsere Scope 1 und 2 Emissionen so gering sind mittlerweile, wir kompensieren immer noch, weil du brauchst das auch, teilweise um andere Zertifikate zu kriegen oder einfach, weil man es jetzt eh versprochen hat, aber trotzdem Geld zu investieren und trotzdem in Projekte, wo man weiß, die reduzieren oder die ziehen CO2 aus der Atmosphäre raus, aber man lässt sie sich eben jetzt nicht als Zertifikat gutschreiben, sondern einfach, weil es Sinn macht. Das ist so eigentlich der Weg, den wir gehen wollen. Aber ich finde es am Anfang schon wichtig, dass man ja diesen CO2-Preis mit ins Unternehmen reinbringt und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schlaue Geschichte mit den CO2-Zertifikaten. Heißt, ihr habt einen internen CO2-Preis bei euch? Genau, ja, aber der ist eigentlich zu gering. Also ich kann auch mal Preise nennen. Also wir haben gerne. Ich habe es ja hier mal mitgenommen. Wir haben 2019 damit angefangen. Da war das Ganze noch recht günstig. Da hat eine Tonne CO2, ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen, aber ich glaube, es waren, also wenn man zum Beispiel so eine Windenergie gemacht hat, hat es knapp 4 Euro gekostet und irgendwie sauberes Trinkwasser. Und zwar oft im globalen Süden. Also Rute, da hast du schon recht. Im globalen Norden
waren die deutlich teurer im globalen Süden. Und dadurch, dass wir halt 155 Länder verkaufen, haben wir da schon auch einen Bezug dazu. Hat es knapp 6,5 Euro gekostet. Jetzt 2022 hat sich das praktisch verdoppelt. Also wenn man gesehen hat, wie die Preise stiegen, also ich glaube, dass da viele Spekulanten gesagt haben, guck mal, wie viele Unternehmen haben gerade freiwillig hier ihr Kompensationsziel ausgespuckt. Wir wissen alle, die kriegen es mit Reduktion nicht hin. Also ist wie so eine Blase entstanden. Und eigentlich war das eine sichere Wette. Eigentlich hättest du gleich können ganz viele Zertifikate kaufen, lagern und dann wärst du gewappnet gewesen für die nächsten Jahre. Und dann kam halt eben diese Berichterstattung und ich glaube, seitdem hat es wieder eine Delle gekriegt. Ich glaube aber, die war notwendig. Anderweitig wäre das eine Riesenblase vielleicht noch. Ja, oder war es ja dann schon, ne? Wie Sebastian gesagt hat, das hat dann auf jeden Fall eben auch so Trittbrettfahrer angezogen, die da das schnelle Geld gewidmet haben, so eine Goldgräberstimmung. Wie vermeidet man dann jetzt eben dieses Greenwashing? Also gerade jetzt bei Aufrüstungsprojekten oder worauf achtet ihr da? Welche Kriterien setzt ihr an, Steffen, wenn ihr jetzt, also mit dem Standard halt gearbeitet, den Goldstandard, der ist ja bisher, wie ich weiß, noch nicht angegangen worden. Ein anderer Standard hat es erwischt, aber mittlerweile haben wir eine Person auch extra dafür eingestellt und sie reist vor Ort, also sie war jetzt tatsächlich in Eritrea unten und hat sich das Projekt selbst angeschaut. Also zum Schluss ist Seeing is Believing. Du kannst da viel erzählen lassen und dann willst du auch mal sehen. Und ich finde es halt besser, wenn es halt immer das gleiche Projekt wäre, damit man irgendwie so eine Vertrauensbasis aufbaut, anstatt einfach aus dem Katalog auszuwählen, welches Projekt man nimmt. Ja. Also wir lernen da auch dazu, aber wie gesagt, wir sind also da... Also musst du dir jetzt doch einen Experten oder in dem Fall eine Expertin dafür reinholen. Ja. Ja, aber so Reduktion eben auch, ja. Vielleicht. Ich würde ganz gerne ergänzen. Sehr gerne, Sebastian. Ich wollte sowieso... Ja, ich glaube, wenn Bill Gates schon zitiert wurde, sagt, Bäume pflanzen sind Idioten. Ich glaube, das ist eben auch das Problem, dass Leute glauben, mit Bäume pflanzen ist es getan. Aufforstung ist ja ein sehr komplexes Geschäft. Ja, und das ist eben auch, was Leute gern geschätzt haben, dass man da auch für Experten braucht. Und hier war auch eine Frage im Chat, die fand ich interessant, wie vermeidet man sozusagen den Impact auf indigene Bevölkerung zum Beispiel. Die Grundlage der Nature-Based Solutions, die heute benutzt werden, und das, was wir jetzt seit 30 Jahren vor Ort machen, ist eben Community-Based. Das heißt, wir pflanzen, weil es eben nicht so ausgefeilte Waldschutzrechte wie in Deutschland gibt, ruht leider noch nicht, kann man nur den Wald schützen, indem man die Bevölkerung vor Ort inhärent so motiviert, dass sie ein Eigeninteresse haben, den Wald zu schützen. Und das bedeutet auch eine ökonomische Unterstützung. Das heißt, die müssen eigentlich vom Wald profitieren. Als ich angefangen habe vor 5, 6 Jahren, bin ich durch die ganzen Projekte gefahren, die wir vor 10 Jahren abgeschlossen haben, haben gesagt, stehen die immer noch. Und als sie alle noch gestanden haben, die Wälder, wie gesagt, dann funktioniert das System anscheinend. Und deswegen muss man eben vor Ort, also in den Ländern insbesondere, zum Beispiel die Jugendlichen zu Honigbauern machen. Weil sie, wenn sie Honigbauern sind, haben sie ein Interesse, dass der Wald schützt, weil sie sonst keinen Honig hätten. Oder die Tiere so in Stallhaltung bringen, dass sie kein Open Grazing mehr machen, sodass dann alles wieder abgefressen wird. Aber der Witz ist, die Bevölkerung muss auch einen eigenen Benefit davon haben, wenn sie den Wald schützt. Und dann wird das System nachhaltig. Aber das ist eben nicht getan, indem man einfach mal 1000 Bäume pflanzt. Das ist immer, wenn die Leute sagen, ah, wir können 1 Million Bäume für sie pflanzen, sage ich, das ist nicht der kritische Erfolgsfaktor. Der Erfolgsfaktor ist, wie viele Menschen hast du es geschafft, aus der Armut zu bringen, indem du die Bäume gepflanzt hast. Dann hast du einen ökonomischen Benefit und dann wird der Wald auch geschützt werden. Zumal in vielen Ökologien die Wälder sowieso von selbst wiederkommen, weil auch meistens Wurzeln in den Böden drin sind, die sich selbst generieren, wenn man sie mal alleine lässt. Ja. Das passt auch sehr gut zu der Frage aus dem Chat, die kam, welche sekundären Effekte hat die Aufforstung? Also Stichwort Reduzierung der Erosion, Jobs für die Beteiligten. Sebastian, vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was das bei euch wirklich heißt und also wie das aussieht auch. Genau, also wie gesagt, neben den, mein Lieblingsbeispiel sind die Bauern, weil die Imkergeschichten, weil das natürlich besonders anschaulich ist. Aber bei den Tieren ist es zum Beispiel so, dass die Bauern und Bäuerinnen, die um einen, sagen wir, 30, 50 Hektar großes Gebiet ihre Höfe haben, die schreiben sich gegenseitig sogenannte Bylaws, die unterschreiben ein Papier untereinander, wo sie sagen, wir schützen diesen Wald gemeinsam, insbesondere passen wir auf, dass keiner von den Tieren, die hier landwirtschaftliche Nutztiere sind, auf dieses Gebiet kommen. Und wenn, dann zahlen wir uns gegenseitig Strafe. Dann können sie, wenn der Wald sozusagen anfängt zu wachsen, können sie die zwischen den Bäumen entstehenden Gräser, die im Grunde viel besser wachsen, als wenn da kein Wald wäre, absicheln und dann ihren Tieren als Futter geben. Die kriegen also nach 1, 2 Jahren, wenn der Wald aufgeforstet ist,
haben sie im Grunde sehr viel mehr Ertrag aus demselben Boden, als sie vorher gehabt haben und damit ökonomischen Vorteil. Und das motiviert sie immer mehr. Also die sehen dann vor allem auch, wenn das Wasser zurückkommt, zum Thema Steffen, die Grundwasserspiegel steigt wieder, weil der besser gehalten wird. Und in Schettwa auch die Frage mit den Mooren, auch in der Boden, die Erosion wird gestoppt. Und was noch im CO2 sozusagen sogar im Boden noch gespeichert wird, das sogar gar nicht richtig, ist gar nicht richtig erfasst bisher. Also es gibt ganz viele auch Biodiversitätsnebeneffekte. Wir haben mal eine Studie mit der Addis Ababa University gemacht, die innerhalb von wenigen Jahren schon gesehen haben, wie die Vögel zurückkamen, wie Gräser gewachsen waren, die da vorher nicht gewesen sind. Also das hast du ja am Anfang erzählt, der Baum hat eben nicht nur den CO2-Speichereffekt. Wenn man es richtig macht, integriert in die Landschaft, integriert mit den richtigen Bäumen für die richtige Klimazone, mit der Bevölkerung zusammen, dann hat er einen ökonomischen, ökologischen und einen sozialen Effekt am Ende auch, weil die Leute sich begeistern an diesem Wald. Also es gibt wirklich unglaubliche Testimonials von den Bauern, die sagen, ja, mein Großvater hat immer erzählt, hier gab es Wald, ich kann es mir nicht vorstellen und jetzt sehe ich das und ich werde meinen Kindern und Enkelkindern immer sagen, schützt den Wald, schützt den Wald. Denn sie holzen das Holz ja nicht ab, weil sie es lustig finden, sondern aus ökonomischen Gründen, weil die Landwirtschaft noch so extensiv ist. Ja. Bei dem hohen Bevölkerungswachstum, deswegen muss man den Teufelskreis umdrehen und anfangen, die Landwirtschaft anders zu gestalten, dass sie den Wald selbst schützen. Und dann dreht sich sozusagen der ganze Spiegel andersrum um. Vielleicht können wir uns auch ein paar Bilder anschauen aus eurer Arbeit. Ich glaube, es gibt ein ganzes paar gute Beispiele, wo man das auch mal sehen kann. Ja, also wir haben 2018 das erste große Aufforstungsprojekt gemacht und hier. Also wir haben schon immer aufgeforstet, aber sozusagen strukturiert. Und hier sieht man so einen typischen Hang, wie er erodiert war. Und dann der erste Schritt, dass die Bauern quasi in Eigenarbeit, alle diese Projekte sind auch immer mit sogenannter starker Community Participation. Das heißt, die Bauern müssen auch selbst was leisten. Es wird nicht alles geschenkt sozusagen. Und dann terrassieren die im ersten Schritt diesen Hang. Man sieht da hinten diesen den Referenzberg. Mhm. Schon ein Jahr später, das ist jetzt im März 2018 gewesen, schon ein Jahr später, sieht es dann so aus, weil es eben so viel regnet, erholt sich sozusagen die Natur sehr schnell und dann nochmal ein halbes Jahr später, also März, die Regenzeit ist zwischen Juli, August in der Region und dann sind so nach anderthalb Jahren, also im November 2019 ist das Bild hier, ist der Wald schon, also an einigen Stellen mannsgroß. Das ist jetzt natürlich sind ganz viele andere Bäume, nicht die, wie sie in Deutschland wachsen, sondern Akazie und Grevillea und Cordia africana ist mein Lieblingsbaum. Der wird ganz groß und ganz stark. Aber ihr seht schon hier, wie eben durch die Gräser auch wachsen, die da abgesichert werden können. Und dann war ich ein, zwei Jahre später wieder da und dann ist es schon, dann kann man schon nicht mehr den Berg da hinten sehen. Ja. Also. Ich merke richtig, wie das Hoffnung macht, was du da zeigst und erzählst. Im Chat kam die Frage, wo kann man die gerade erwähnten Testimonials vielleicht finden? Habt ihr davon irgendwie Videos oder? Ja, wir haben ja keine Videos, aber das war so groß, dass wir es noch nicht irgendwo hochschalten konnten, aber wir müssen noch ein bisschen schneiden. Sehr schön. Wow. Ja, danke an der Stelle schon mal für die Einblicke. Gut, ich würde dich fragen, eben auch in die Richtung, wie lässt sich das Greenwashing vermeiden? Du sprachst vor uns von Zusätzlichkeit. Wie lässt sich das messen, dass es wirklich zusätzlich ist und nicht sowieso passiert wäre? Also ja, worauf achtet ihr da auch bei der Umsetzung eurer Projekte? Also wichtig ist immer die finanzielle Additionalität, dass das Projekt nicht entstanden wäre, wenn es eben diese Spendengelder nicht geben würde. Und das ist eben, wie schon erwähnt, bei diesen erneuerbaren Energienprojekten, die würden sich oft so oder so lohnen, egal ob man noch Geld aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten bekommt oder nicht. Und wir achten eben bei diesen Erstaufforstungsprojekten wirklich, dass die nur gemacht werden können, weil eben unsere Spendengelder kommen. Wir würden keine Projekte machen, die halt so oder so entstanden werden. Und was auch immer ganz wichtig ist, weil im Chat wurde, glaube ich, Moore auch noch angesprochen. Wir schauen immer sehr genau, welche Flächen wir aufforsten. Also man kann bei der Aufforstung natürlich viel falsch machen. In Schottland gab es so Beispiele, wo dann eben Flächen aufgeforstet wurden, wo eigentlich natürlicherweise Moor besteht. Das ist natürlich komplett falsch aus Klimaschutzsicht. Also da sollte dann auch Moor sein. Und wir haben jetzt die letzte Fläche, die wir aufgeforstet haben, da gab es so kleine Moorlinsen, heißt es. Das geht allerdings nicht in die Tiefe, deswegen könnte da nie ein Moor entstehen. Aber diese Moorlinsen, die es da gab, die haben wir auch weiter erhalten. Da wurden dann Moorbirken drum gepflanzt. Also das wird mit ins Konzept reingenommen,
weil Moore natürlich auch eine riesen Klimaschutzleistung haben. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Ich würde gerne noch auf eine Frage aus dem Chat auch eingehen. Ja, mit der Reisfläche vielleicht? Ja, genau, weil die wurde schon vor einer Weile gestellt und die hatte ich mir selber auch mal angeschaut, weil ich die auch so interessant finde. Also momentan ist es so, dass der Wald in Deutschland eben als CO2-Senke wirkt, also wirklich CO2 aus der Luft holt. Und 6% des CO2-Ausstoßes, des Gesamt-CO2-Ausstoßes von Deutschland wieder aus der Luft holt. Und wenn man jetzt mal rechnet, dann bräuchten wir 800 Millionen Hektar Wald, um den Gesamt-CO2-Ausstoß von Deutschland auszugleichen. Und wir haben in Deutschland aber nur eine Fläche von 36 Millionen Hektar. Also das funktioniert einfach nicht. Da sieht man auch wieder, warum diese CO2-Reduktion so wichtig ist. Also warum wir auf jeden Fall ganz, ganz stark auf CO2-Reduktion setzen müssen, also unseren CO2-Ausstoß reduzieren müssen und das CO2 aus der Luft holen. Das ist was, das wird uns langfristig helfen, das brauchen wir auch, vor allem, weil es eben, wir werden immer CO2 ausatmen, ne? Also es wird immer Kreisläufe geben, wo wir halt CO2 produzieren. Das können wir nicht komplett abstellen. Und wir müssen halt nur sehen, dass wieder von der Natur eben genauso viel aufgenommen wird. Und das ist dann, ja. Aber genau, deswegen liegt auch der Hauptfokus noch auf der CO2-Reduktion. Das ist total richtig. Und langfristig wird sich das dann verschieben, dass wir eben immer mehr auf CO2 aus der Luft holen gehen, denke ich, wenn wir bei der CO2-Reduktion jetzt gute Fortschritte machen. Steffen, du nickst. Wird das für euch auch mal eine Option sein, die letztendlich das Carbon Capture mitzunutzen? Ja, ich habe es vorhin grob überschlagen, als die Frage kam. Ich hatte es selbst interessiert. Ich hoffe, es stimmt. Aber ich habe mal ausgerechnet, um 400.000 Tonnen, also unseren gesamten Scope 1, 2, 3 aus der Luft zu ziehen, bräuchten wir 20.000 Fußballfelder Wald. Das ist schon also viel. Und das ist ja nur Hans Grohe jetzt. Das heißt, Wald allein, es ist wie so oft bei der Nachhaltigkeit, ist halt ein wichtiges Puzzleteil. Und ich glaube, ein sehr effizientes. Und wir versuchen jetzt irgendwie Bäume nachzubauen. Und mit so brauchen wir wahrscheinlich auch Direct Air Capturing System in Island und was die überall gibt, jetzt in den USA. Ich glaube, diese Biomimicry nennen wir das. Ich bin ja nebenher auch Innovator, also wir haben Innovation Lab. Also die Natur ist so faszinierend, was die Natur eigentlich macht. Wir brauchen sehr, sehr viel Geld und sehr viel Technologie, um die irgendwie einigermaßen nachzubauen. So ein banaler Baum ist schon ein Wunderwerk oder die Photosynthese oder was Algen in der Lage sind zu machen. Das versuchen wir gerade alles mit ganz viel Geld und Aufwand irgendwie nachzubauen. Deswegen wahrscheinlich erstmal nicht alles kaputt machen oder den Regenwald abholzen, würde halt auch schon mal helfen. Wenn wir jetzt anfangen aufzuforsten, bis der Baum wirklich so seine 10, 20 Kilogramm CO2 pro Jahr absorbiert, ist halt wahrscheinlich schon zu spät. Also wenn man dieses 1,5 Grad Ziel oder Obergrenze im Kopf hat, ich habe letztens gelesen, in 3,5 Jahren ist schon so weit. Das heißt, die Bäume, die wir wenn jetzt... Wenn wir so weitermachen, ja. Und trotzdem müssen wir es machen. Das heißt, wir sollen es nicht machen. Aber wir müssen halt unbedingt irgendwie dieses Reduzieren hinkriegen und Kreisläufe schließen. Also bei allem, was wir tun, ich glaube, Kreislaufwirtschaft ist das A und O. Bei Materialitäten, also die Kreisläufe so eng wie möglich zu halten, da ist die Natur ein gutes Beispiel. Und einfach aus Abfall Wertstoffe machen, hilft, vom Fossil wegzugehen, hilft. Aber nur auf Bäume zu setzen, wird nicht helfen. Im Chat kam auch eine Frage, die vielleicht, sorry Sebastian, ich wollte nochmal den Steffen fragen, nämlich weil im Chat eine Frage kam in Richtung, wie wird das eigentlich gemessen und wie kann man das prüfen? Also wenn jetzt Unternehmen CO2 ausstoßen, wie geht ihr da eigentlich vor? Das ist ein Mordsaufwand. Also Scope 1 und 2 ist relativ einfach, weil da hat man die Daten selbst unter Kontrolle, aber Scope 3 ist schwierig. Du musst ja halt zu deinem Sub-Lieferanten gehen. Also bei Produkten helfen dir sogenannte EPDs, das sind Ökobilanzen oder Environmental Product Declaration. Da steht dann drin, zum Beispiel eine Handbrause hat in der Produktionsphase, also wirklich von Handbrause besteht aus Kunststoff, bisher ist da noch viel Fossil drin, also vom Erdöl bis zur Produktion 2 Kilogramm CO2. Das kann man einfach ausrechnen, indem man halt guckt, wie viel viel hat mit Energie und Transport zu tun, wird da reingerechnet. Da gibt es da mittlerweile Zertifikate. Und das muss jetzt halt hochrechnen, auch wie viel Brausen machst du pro Jahr. Also es ist enorm viel Datenaufwand, den du da reinstecken musst. Und dann wird das zertifiziert. Da gibt es halt
Normalerweise kommt ja Ernst & Young vorbei, um deine Bilanz zu machen. Hier kommt halt ein Climate Partner oder weiß ich wer vorbei und da hilft dir deine Ökobilanz zu erstellen. Mhm. Und die wird dann regelmäßig gemessen. Jetzt ist es aber nicht so, dass du das auf Knopfdruck kriegst, sondern da bist du teilweise 4, 5, 6 Monate dran, um dann wieder eine Momentaufnahme zu kriegen. Und eigentlich sind die ganzen Abteilungen wieder dran, wieder zu rechnen. Also schön wäre erstmal, die Daten in Echtzeit zu kriegen. Aber ja, das ist ein Mordsaufwand. Das kann da wird ja die Digitalisierung wahrscheinlich in den nächsten Jahren hoffentlich dem Unternehmen noch ein bisschen was erleichtern, ne? Dann werden auch viele gezwungen. Also gibt es jetzt auch viel von der EU, kommen ja auch Zölle ins Spiel und alles Mögliche. Also ganz viel ist jetzt auch mittlerweile Vorschrift. Du kommst da gar nicht mehr drum rum, um deinen CO2-Fußabdruck wahrscheinlich zu messen in Zukunft. Ja, aus dem Chat kam hier gerade der Kommentar, es gibt keinen Abfall, nur Ressourcen. Sehr schön. Mhm. Sebastian, ich hatte dich unterbrochen. Ja, nee, im Grunde, was der Steffen schon angedeutet hat, ist ja auch eine Frage zum Thema Geoengineering. Sollte man das nicht ein bisschen mehr betrachten? Also ich glaube, das ist eben die gefährliche Diskussion, dass man sagt, wir haben eine unfassbar effiziente und tolle Natur und die zu regenerieren ist um so viel günstiger, als jetzt komplizierte Geoengineering-Produkte zu erfinden, die versuchen, künstlich Regen zu erzeugen, was es alles für Möglichkeiten gibt, weil das System auch so komplex ist, dass man im Zweifelsfall eingreift in ein System, was dann aus dem Ruder läuft. Und ich glaube, deswegen ist es, ich weiß, dass die Kritik am Aufforsten mit Recht sagt, wenn es eben nicht wirklich gut gemacht ist, wenn nicht Forst wird, wenn man nicht das Klima beachtet, wenn man nicht die Bevölkerung einbezieht und so weiter. Und natürlich besteht die Gefahr, dass es immer wieder abbrennt. By the way, Kanada wird sogar bewusst ab und zu abgebrannt, weil das auch eine Revitalisierung von Wäldern ist ab und zu mal. Wenn die zum Beispiel zu trockenen Phasen brennt was ab, damit es wieder bald ganz gar nicht immer nur schlecht, wenn ein Wald mal abbrennt. Aber netto ist die, wenn man sich das weltweit anschaut, wie viele Wälder abbrennen gegenüber was sozusagen wächst, sind Bruchteile. Also sind, glaube ich, im einstelligen Prozentbereich. Also diese Risiken sind viel geringer, als wenn man nicht aufforstet und stattdessen versucht mit Geoengineering, also großflächig. Natürlich sollte man Innovation treiben, wo es Möglichkeiten gibt, da gigantisch tolle Ideen, zum Beispiel Bioabfall zu Kohle zu verarbeiten, um dann als Bindemittel in Dünger zu verwenden, um da CO2 zu verwenden. Es gibt schon tolle Innovationen, aber man muss höllisch aufpassen, dass was man da tut, wirklich versteht, denn die Natur ist so komplex. Man sollte, meiner Ansicht nach, man kann die Natur erstmal selbst wirken lassen und die einbinden, denn die erledigt in der Regel viel sogenannte Ökosystemdienstleistung viel besser, als was wir uns in Jahren ausdenken. Es gab diese ganze Forschungsbereich, Bionik, vor Jahrzehnten, weiß ich noch. Und wie viel hat man davon wirklich umsetzen können? Wie der Vogel wirklich fliegt und die Biene wirklich fliegt, das weiß man bis heute nicht so richtig. Warum die Hummel überhaupt fliegen kann, wo das doch physikalisch nicht möglich sei. Das ist wieder diese Urban Myth. Meine ganz provokante Frage in die Runde, wenn man jetzt so Waldschutzprojekte gegen Waldaufforstungsprojekte ein Stück weit ausspielt, läuft man da nicht Gefahr, dass die vorherigen Waldschützer sagen, ja gut, dann holze ich ab und baue wieder auf und dann nenne ich das schönes Aufforstungsprojekt. Also inwiefern kann das vielleicht doch irgendwie Hand in Hand gehen oder da eine Friedensfahne gehisst werden, sowohl für den Schutz der bereits bestehenden wichtigen Ökosysteme, und Steffen sagt es ja auch gerade, es dauert ja auch, bis so ein Wald oder auch ein Baum schon alleine und dann Wald als Ökosystem wächst. Und auf der anderen Seite der sogenannten Ecosystem Restoration. Wir sind ja gerade in der UN-Dekade der Wiederherstellung für Ökosysteme. Das haben die Vereinten Nationen ausgerufen, 2021 bis 30. Also Wiederaufforstung oder Wiederaufbau von Böden, aber auch maritimen Ökosystemen ist quasi gerade dran und wirklich auch das Ziel der UN. Und ja, und gleichzeitig Schutz ist natürlich auch wo die Frage ist, ja gut, wie finanziert man es aber sonst? Ne? Ich frage das jetzt mal Richtung Sebastian, weil da ich ja vorhin schon so gegen die Vermeidungszertifikate und Ruth hat ja auch schon angedeutet, dass die Gefahr der Abholzungsschutz natürlich missbraucht werden kann, ist die Frage, ob einfach CO2-Zertifikate für den Schutz von Wäldern das richtige Finanzierungstool sind. Es gibt zum Beispiel die große Legacy-Stiftung, die sagt, sollte man solche bestehenden Wälder, den Schutz der Wälder, die Finanzierung des Schutzes, nicht über große Fonds und große Stiftungen generieren, indem man sagt, da ist eine auf Ewigkeit angelegte Stiftung, die Assets an Wald hält und damit die Finanzierung viel nachhaltiger und sinnvoller machen kann, als über einen Handel von Zertifikaten. Also
Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Und die Stellenlichkeit zum Beispiel im Goldstandard wird sehr genau nachgefragt, wie lange besteht der Wald schon. Also die stellen zum Beispiel Satellitenbilder 10 Jahre zurück fest, ob der Wald schon mal da gewesen ist, jemand abgeholzt hat, durch Aufforstung wieder CO2-Zertifikate verkauft. Das ist nicht möglich bei guten Standards. Also bei guten Qualitätsstandards, das wird tatsächlich vermieden, um die Additionalität nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig sicherzustellen. Deswegen glaube ich, es ist eine Frage der Finanzierungslogik. Es muss finanziert werden, der Schutz der bestehenden Systeme und der Erhaltung, aber vielleicht nicht über klassische Zertifikate. Gut, wie siehst du das? Ja, ich denke, also wir sind ja gerade in Deutschland aktiv, weil es hier eben dieses Bundeswaldgesetz gibt, was genau diese Frage klärt, weil bestehender Wald darf einfach nicht abgeholzt werden per Gesetz. Und auch wenn da was passiert, wenn der Wald zum Beispiel abbrennt, dann muss der wieder aufgeforstet werden. Also die Waldgesetze sind so designt in Deutschland, dass wenn da einmal Wald steht, dann muss das als Wald erhalten bleiben. Deswegen stellt sich da die Frage nicht. Und das müsste es halt eigentlich in anderen Ländern auch geben, dass der Wald schon von der Regierung her geschützt wird, der bestehende Wald, den es eben schon gibt. Genau. Es gibt diese große Legacy Foundation, heißt sie, glaube ich, die jetzt schon 200 Millionen eingesammelt hat und die im Rahmen dieses 30-30-30 der versucht, 30% der Fläche sozusagen zu schützen weltweit, genau, immer mehr Assets unter so eine Stiftung zu bekommen, dass sie sozusagen langfristig geschützt bleiben und damit einen gewissen Naturschutz zu garantieren. Das wäre eine Variante versus der staatlichen natürlich. Aber wenn die Staaten noch nicht so stabil sind und nicht so eine starke Rechtsstruktur haben, dann braucht es halt entweder die Bevölkerung, die eigenes Interesse hat, weil es ökonomisch wird, oder braucht eine finanzielle Struktur wie eine Stiftung, um das auch sicherzustellen. Ja. Ihr könnt weiter gerne Fragen im Chat stellen. Eine spannende Frage, die ich im Chat stand, die ich gerne in die Runde geben würde, ist zum Thema Biodiversität und Einfluss auf die Biodiversität, nämlich die Frage lautete, angesichts des Beispiels der Konkurrenz zum Beispiel Wasserkraft-Kompensationszertifikaten, gibt es einen Vergleich von Kompensationsprojekten hinsichtlich deren Einfluss auf die Biodiversität oder ja eine Nachweismöglichkeit für Projekte, die nicht nur sich quasi für den Klimaschutz einsetzen, sondern explizit auch für die Biodiversität? Ist euch da was bekannt? Gut, gern. Ja, also das ganze Thema Biodiversität entsteht ja jetzt gerade auch. Das ist sehr, sehr spannend, dass es da schon eine Zertifizierung gibt in Europa oder in Deutschland, ist mir nicht bekannt. Es ist ja auch so, dass es selbst für die Erstaufforstung in Deutschland eben noch keine Zertifizierung gibt. Gold Standard ist nur im globalen Süden aktiv. Was ich hier aber nochmal anbringen wollte, ist, dass wir uns eben auch für den Wald entschieden haben, weil er eben gerade diese Krise auch mitlöst. Also wenn wir Mischwälder pflanzen, wir achten auch immer darauf, dass wir Bäume dabei haben, sowas wie Wildapfel oder Wildbirne, die eben blühen, die auch Futter für die Insekten bieten. Weil das hat man eben alles bei den Technologien, wie jetzt Direct Air Capture zum Beispiel, hat man das eben nicht, dass eben diese Biodiversität noch gefördert wird. Und ich glaube, im Chat kam auch eine Frage zu Direct Air Capture. Und ich denke, in ganz speziellen Bereichen wird das vielleicht helfen, aber es ist einfach wahnsinnig teuer. Man muss sich das vorstellen. Ich hatte ja diese Zahl genannt, es sind 410 Parts per Million, die jetzt an CO2 in der Luft sind. Es ist einfach wahnsinnig energieintensiv, diese kleinen Teilchen wieder aus der Luft rauszubekommen. Und es gibt Climeworks, die sind da vorne mit dabei. Da kostet eine Tonne CO2 1.300 €, wenn man auf der Webseite schaut. Also das sind die Dimensionen momentan. Und da ist Wald einfach sehr viel günstiger und hat eben noch die ganzen positiven Nebeneffekte wie Biodiversität und eben auch für den Wasserkreislauf. Also ja. Ich glaube, das Problem bei Biodiversität ist noch, dass es nicht wirklich wissenschaftlich klar definiert ist, was ist Biodiversität. Wie willst du das messen? Wie viele Insekten zählst du, um zu sagen, ja, das ist biodivers? Und daher tun sie sich bisher mit der Standardisierung schwer. Was wir gemacht haben in einem Gebiet, ist, wir haben einfach einen Vogelexperten, einen Insektenexperten, einen Florexperten hochgeschickt, 4-mal innerhalb von 2 Jahren, immer vor und nach der Regenzeit. Die haben quasi gewisse Gebiete abgesteckt. Und es ist wahrscheinlich banal, aber es ist wirklich messbar, wie viel mehr Vögel dazukommen, wie viel mehr Insekten dazukommen innerhalb von wenigen Jahren. Natürlich brauchst du auch eine Mischwaldstruktur,
und keine Monokultur, aber die Natur holt sich schneller, als wir glauben, wenn wir sie nur lassen. Ja, und dann ist es dann ist sozusagen die Biodiversität automatisch mitgeschenkt. Ja, ja. Und das kann man jetzt nochmal zertifizieren lassen, aber das ist, meiner Ansicht nach, ist das sozusagen eine Diskussion, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, also das sollte man wissen, dass Wälder Biodiversität zurückbringen, und das ist ein Geschenk, was man ohnehin kriegt. Das ist halt genau der spannende Punkt, ne? Dass Naturschützer oder ja eben NachhaltigkeitsexpertInnen sich jahrelang gesagt haben, naja, der Preis der Natur ist sowieso unbezahlbar, aber auf der anderen Seite hast du halt Managerinnen und Manager, die irgendwie arbeiten müssen mit Bilanzen, wie Steffen vorhin gesagt hat, und dann brauchst du ja dieses berühmte, was du nicht messen kannst, kannst du nicht steuern oder kannst du nicht managen, und hat deswegen dann auch keinen Wert. Und ich habe gerade einen Beitrag im Handelsblatt Business Briefing zum Thema erste Preisschilder für Biodiversität veröffentlicht. Also nämlich wieder der Stand der Forschung und der Organisationen ist, die daran arbeiten. Aber das ist tatsächlich noch in den, ja, so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich teile das einfach mal im Chat. Ja, falls mir jemand mal reinschauen will. Hier kam die Frage, was kostet ein Aufforstungsprojekt in Äthiopien, Sebastian? Ich glaube, es geht eindeutig an dich. Ja, das sind, also wir, wenn wir, das, wenn das ja integrierte Aufforstung oder ganzheitliche Aufforstung, das inkludiert dann auch die ganzen Wasserstellen, die wir bauen, oder das integriert auch das Training der Jugendliche, dass sie zu Honig bauen werden, oder eben die Bylaws und die Trainings der Bauern, dann ist das summa summarum 1.000 Euro pro Hektar, oder man kann auch sagen 40 Cent pro Baum. So, das ist sozusagen den Durchschnitt, den wir so haben. 3 Euro pro Hektar oder wie viel? Etwa 1.000 Euro pro Hektar oder 40 Cent pro Baum, weil wir im Schnitt damit rechnen, dass wir so 2.500 Bäume, zumindest so im Mittel, die sind nicht so groß wie manche deutsche Bäume, die werden zum Teil nicht ganz so groß, wo es dann ja wahrscheinlich ich glaube, bei Ruth sind wir in 80 Jahren eher so 500 bis 800 Bäume pro Hektar. In Äthiopien sind es ein paar mehr, je nach Klimazone auch. Aber so ein Daumenwert ist ungefähr 1.000 Euro pro Hektar. Aber da ist dann eben nicht nur Bäume pflanzen, sondern da ist dann eben auch alles drumherum, die Community mit einzubinden und ökonomische Maßnahmen, dass sie auch was davon haben. Als Anschlussfrage, kann man so ein Aufforstungsprojekt konkret bei euch buchen? Klar. Genauso wie bei Ruth kann man das auch bei uns buchen. Wir machen das, wie gesagt, sehr viel. Auf der Webseite finden. Und da war auch nochmal die Frage, wie vorhin, als du gefragt hast, wie stellen wir sicher, dass wir die Qualität hochhalten, also auch bei der Partnerwahl, mit wem wir das zusammen machen, wollen wir eben auch nicht mit Firmen arbeiten, die das quasi nur als Feigenblatt machen, sondern die, wie Steffen erzählt hat, die erst Scope 1, Scope 2 möglichst schnell reduzieren, erst am Ende das machen. Also wir wollen auch nicht mit Firmen zusammenarbeiten, die das quasi als Ablasshandel tun, sondern dadurch mehr SUVs in der Firma kaufen, sondern dadurch, dass wir ernsthafte Partner wählen, die von sich aus ein inhärentes Interesse hat. Ich glaube, Bloomberg hat es mal genannt, der Behavioral Market. Also die sagen, es gibt jetzt aktuell einen Behavioral Market, die Leute kaufen das nur, um sie auf der Webseite schreiben zu können, ich bin neutral. Der wird immer weiter kleiner werden. Das ist sozusagen das Auslöschen des Greenwashing-Markts. Und der sogenannte Fundamental Market, da wo die Firmen wirklich Interesse haben im Aufforstung, nachhaltiges Interesse haben, weil sie wissen, wir brauchen das Ökosystem, vielleicht sogar auch für die Quelle ihrer eigenen Rohstoffe, wenn sie im Fruchtbereich oder arbeiten oder Kaffee verkaufen, dann brauchen sie auch irgendwie eine funktionierende Natur. Der Fundamental Market, der wird steigen. Und auf den versuchen wir uns zu konzentrieren, dass wir Partner wählen, die ernsthaft nachhaltig auch ein Interesse daran haben. Ja. Ja, Steffen, du hast ja auch vorhin schon recht glaubwürdig dargelegt, wie ernsthaft es euch ist um das Thema. Und im Chat kam nämlich auch so der Punkt, was wir vorhin hatten, es gibt keinen Abfall, sondern nur Ressourcen, aber dafür muss man quasi schon im Design das Mitdenken der Produkte, dass sie nachher eben nicht zum Ballast werden oder zum Abfall, zum Müll, und das möglichst auch ja dafür quasi ein Designprozess und ein Lebenszyklusprozess von vornherein mitgedacht wird. Inwiefern ist das bei euch schon der Fall? Inwiefern geht ihr hier voran? Also wir haben auch solche Eco-Design-Principles aufgestellt, und am besten funktionieren so Sachen halt immer, wenn sie nachhaltig sind und sich rechnen. Und es ist knifflig, aber es geht. Also wir haben jetzt ganz neu, wir installieren die nächsten 3 Monate so eine Anlage. Wir haben doch ab und zu Ausschussprodukte bei Handbrausen, weil irgendwie die Chromoberfläche eine kleine Delle hat. Und bisher hat man das halt dann in den Wertstoffkreislauf gegeben. Da gab es dann auch einen Sekundärmarkt dafür. Aber mittlerweile schmeißen wir die einfach vorne in die Maschine rein. Die wird zerschreddert, getrennt, und dann haben wir praktisch, also Rezyklat, das nennt sich aber
Industrierezyklat, also nicht Post-Consumer, sondern Post-Industrial Abfall oder Rezyklat. Und das hat wirklich einen viermal geringeren CO2-Fußabdruck und kostet auch viermal weniger. Also es rechnet sich. Und dann sind die Dinge natürlich super skalierbar. Also immer dann, wenn sich irgendwie Nachhaltigkeit rechnet, dann wird es skalierbar. Und dann können wir die Kraft und den Hebel der Wirtschaft nutzen. Wir wollen ja nicht hier die Wirtschaft komplett runterfahren. Das hilft ja auch, den CO2-Footprint zu reduzieren. Aber die Gefahr besteht dann, dass ein Wettbewerber, wenn es die gleiche Nachfrage gibt, einfach reingeht und der ist noch schlechter als du. Deswegen muss eigentlich das Ziel der Industrie sein, und das sehe ich eigentlich so die große Chance für Europa, Deutschland, hier wirklich eine nachhaltige Industrie aufzubauen. Und anstatt dass wir jetzt die Ressourcen von der ganzen Welt herkarren, eigentlich diesen Wertstoffkreislauf hier zu schließen. Wir haben super viele Städte hier, wir haben super viel Brausen, Armaturen. Warum nutzen wir das nicht und führen das wieder zurück? Und das ist so dieser große Ansatz, den wir haben. Da gibt es auch so ein paar Daumenregeln, weil ja, es gibt halt viele Experten, aber als Nachhaltigkeitsmanager oder CEO, du hast ja so viele andere Themen noch an der Backe und CO2 ist ja nur eins. Da gibt es ja, wir haben 17 SDGs, die wir eigentlich lösen müssen. Und wir haben da 9 planetare Grenzen, wovon wir 6 schon überschreiten. Also eigentlich hast du ja 17 Brillen da am Tisch liegen und jedes Mal musst du eine andere aufziehen. Und die Gefahr besteht wirklich manchmal, wenn man CO2-Thema löst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir möchten bei unserer Verpackung dieses Single-Use-Plastic raushaben, komplett. Das sind Millionen von Plastiktütchen. Erstens, die machen Sinn, diese Plastiktütchen, weil dann die Brausen nicht zerkratzen. Ab und zu zerkratzt eine im Karton, wenn die, weiß ich, nach Spanien hingeschippert wird und wieder zurück mit dem LKW, dann hat die Kratzer drauf. Lassen wir die jetzt weg, ist das super gut, weil wir denken, weniger Einwegplastik, besser für die Meere. Aber dann zerkratzt das Produkt und dann kommt der Nächste und sagt, okay, machen wir Papierbeutelchen drumherum. Jetzt ist theoretisch Papierbeutelchen von der wahrgenommenen Nachhaltigkeit besser, vom CO2-Footprint und vom virtuellen Wasser wiederum schlechter. Und eigentlich hast du immer so diese Trade-offs. Das ist halt, das ist immer so, du löst ein Problem, bam, da poppt ein anderes da hinten wieder auf. Ja. Und deswegen verstehe ich, dass viele Leute auch gar keine Lust mehr haben, weil es halt nicht so eindimensional ist, sondern so monodimensional komplex. Und eigentlich hilft nur für dich, also so finde ich als Industrie, zu überlegen, okay, du kannst nicht alles lösen, konzentriere dich, so eine Art, das nennt sich dann Wesentlichkeitsanalyse, wo hast du den größten Impact? Und bei uns ist halt Nummer eins Wasser. Und dann kommt über Warmwasser auch CO2, weil wir machen immer das Beispiel, eine Minute warm duschen verbraucht ungefähr gleich viel Energie, wie eine Minute mit dem Tesla auf der Autobahn Vollgas zu fahren. Da steckt so viel Energie drin und somit 50% in Deutschland fossil, so viel CO2. Und dann erst ganz zum Schluss bei uns ist die Kreislaufwirtschaft. Und somit konzentrierst du auch in deiner Nachhaltigkeitsstrategie erstmal Wasser sparen, dann machen wir CO2 sparen, über Warmwasser sparen und dann gehen wir in die Kreislaufwirtschaft rein. Und so haben wir das Gefühl, kommen wir voran. Aber wir werden auch nicht auf Null kommen. Also wird unmöglich sein. Aber zumindest hast du mal eine Struktur und du musst das ganze Unternehmen orchestrieren und du im schlimmsten Fall schießt halt der eine in die Richtung und die andere Abteilung in die andere und zum Schluss hast du ein Netto-Null-Effekt, das wäre dann... Das ist dann der berühmte Rebound-Effekt, der dann irgendwie wieder auf einen zurückkommt. Und der eben, wie du sagst, einen manchmal auch verzweifeln lassen kann, wo man denkt, Mensch, was soll ich denn noch machen? Und deswegen, und wo man auch Menschen verlieren kann. Und wir sind ja hier, für alle, die später zugeschaltet haben, bei einer Veranstaltung von Menschen für Menschen. Ich freue mich deswegen total auch über die Frage aus dem Chat, wie überzeugt man Menschen, wenn wir jetzt immer mehr Waldbrände sehen weltweit, Überschwemmungen und alles, was eben auch Wald und Bäume zerstört und Hoffnung zerstört, trotzdem Bäume zu pflanzen. Und genau, die Frage würde ich Richtung Ruth und Sebastian geben. Vielleicht Ruth, magst du anfangen? Ja, es ist, also mich nimmt das auch total mit, diese Bilder, die man jetzt weltweit sieht, weil wir sind ja schon mittendrin in der Klimakrise und sehen jetzt eben auch schon die Auswirkungen. Mir hilft es dann total, zu handeln und eben dagegen zu wirken, weil wir da eben was tun können. Ne? Also es ist jetzt halt so, wie es ist. Wir haben die Temperaturerhöhung, die wir jetzt schon haben. Wir haben die Trockenheit, wir haben die Extremwetterereignisse. Trotzdem, wir müssen einfach schauen, dass wir eben
den richtigen Weg weitergehen. Und der richtige Weg ist eben die CO2-Reduktion und dafür zu sorgen, dass die naturbasierten Klimalösungen mehr CO2 aus der Luft holen, also Mischwälder, Pflanzen, die dann auch wieder resistenter sind gegen Waldbrände. Die Waldbrände, das ist ja oft, dass da gerade die Monokulturen abbrennen, weil die eben nicht so resistent sind. Das, da haben wir auch gerade in Deutschland jetzt eben noch eine große Aufgabe vor uns. Ich komme ja aus Berlin. Wenn man da mal rausfährt, dann sieht man eben die ganzen Monokulturen, die hier drumherum werden. Brandenburg wird immer trockener. Und da haben wir eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Und da hilft es uns aber, wenn wir eben jetzt anfangen, die Wälder umzubauen zu Mischwäldern, und eben auch gleichzeitig den Temperaturanstieg so gut begrenzen, wie wir es können. Sebastian, wie ist das bei euch? Und vielleicht kann man das auch noch verbinden mit der, obwohl, nee, die Frage stelle ich dir nachher noch. Ja, ich glaube, wie der Ruth sagt, das ist ja eigentlich eher ein Aufruf zum Handeln. Und ich glaube, Steffen hat es mal im schönen Vortrag gesagt, die 17 SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, sind im Grunde 17 Business Cases, wo man für jedes Problem, was sozusagen eigentlich als Problem erkannt wird, jetzt auch eine Lösung hat. Und es ist ja nicht so, dass es gibt, ich meine, die Ernährungsdiskussion, immer wieder die Armutsdiskussion, es gibt genug Karolinen zum Beispiel, die in der Landwirtschaft weltweit erzeugt werden, sodass alle Menschen ernährt werden könnten. Das ist nur ein Verteilungsproblem. Das Wasser wird ja nicht weniger, sondern es wird nur anders verteilt werden, wenn man das löst. Das heißt, man muss erst recht handeln. Und das Schöne ist, man kann handeln. Und man kann an vielen Stellen handeln. Man kann sowohl in Bäumen in Deutschland pflanzen oder in Äthiopien. Das hat sozusagen Vor- und Nachteile. In Deutschland hat man vielleicht das Gefühl, dass ja die Gesetze stärker sind. In Äthiopien hat man den gleichzeitigen schönen Effekt, dass man sozusagen Armut reduziert und nachhaltige Entwicklung und damit auch Frieden schaffend ist, weil man die Ungleichheit reduziert. Und der Return on Investment, weil wir vorhin über Zahlen sprachen, ist in Äthiopien mit 40 Cent pro Baum halt auch ein anderer für dieselbe Tonne CO2 mit dem höheren Risiko, weil es weiter weg ist natürlich. Man kann es nicht so touch- und feel-mäßig. Aber man kann so viel tun und alles ist im Grunde sinnvoll, wenn man es sozusagen, wenn man die Qualität früh gut genug geprüft hat. Und deswegen glaube ich, ist es eher ein Aufruf zum Handeln, als sich die Hände in den Schoß zu legen und zu verzweifeln. Und ich kann nur sagen, es ist sehr beglückend, dass man ab und zu mal auch vielleicht den Fernseher ausschaltet oder eben nicht in die Nachrichten schaut und sich mal kurz die Fakten zurückruft. Wer jetzt vor Weihnachten vielleicht ein besseres Gefühl haben möchte, kann vielleicht auch mal Factfulness lesen. Bücher, die wirklich mal zeigen, dass die Daten nicht überall so schlimm sind, wie immer dargestellt wird, sondern wirklich eigentlich statistisch gesehen auch Dinge sich verbessern. Es brennt ja nicht so viele Wälder ab, wie Leute immer sagen. Es wird nicht so viel überführt. Es wird natürlich stärker, aber es ist keinsterweise der Zeitpunkt zu sagen, man sollte jetzt aufgeben, sondern es geht entfernen. Euch gab es einen sehr schönen Vortrag von Herrn Schellenhuber, dem Innenleiter des Potsdamer Instituts, der gesagt hat, es gibt noch ein großer Hebel wäre zum Beispiel, wenn die Bauindustrie auf Holz umstellt, gigantisch aufforstet und dann eben nicht wieder bewaldet, also nicht nur Naturwälder, sondern wirklich echte Forstwälder, die bewirtschaftet werden und das Nutzholz dann in die Bauindustrie verwertet, weil dann bindet man nämlich das CO2 langfristig und damit kann man massive Hebel erreichen. Mhm. Also ich glaube, dass es gibt wirklich so viel zu tun und das Gegenteil, und man kann viel tun, das Gegenteil von Hände in den Schoß legen und verzweifeln ist angesagt. Und Schellenhuber sagt ja auch, ne, ein Haus wie ein Baum, eine Stadt wie ein Wald. Also dass wir mehr auch in Ökosystemen und systemisch denken. Ja. Das hat man angesprochen. Also wir sind ja hier beim Nagaya-Talk. Nagaya ist das äthiopische Wort für Frieden. Du hast es angedeutet, aber vielleicht sag nochmal, wie können Baumpflanzen zur Friedensstiftung beitragen? Also wir haben jetzt in den letzten 3-4 Jahren in Äthiopien schlimme Zeiten erlebt, weil es einen sehr starken Krieg gab, 2 Jahre im Norden. Und noch immer ist in einigen Regionen Äthiopiens die Situation unruhig und es wird gerne als ethnische Konflikte tituliert. Die wahren Ursachen liegen aber, glaube ich, eher in der Tatsache, dass bei vielen Jugendlichen Hoffnungslosigkeit entsteht, weil sie ökonomisch keine Aussicht haben, weil extreme Ungleichheit entsteht, auch in afrikanischen Staaten. Und letztlich ist daher die Arbeit, die wir tun, indem man sozusagen Armut reduziert, den Leuten eine Chance gibt, indem sie ökonomisch sich verbessern, die Ökologie sich verbessert, sie wieder mehr Ertrag auf ihren Feldern haben, auch einen Friedensbeitrag, weil sich die Ungleichheit in der Gesellschaft reduziert. Und der Drang wegzugehen, der Drang, sich sozusagen anderweitig umzutun oder vielleicht auch durch Perspektivlosigkeit sich irgendwelchen Menschen anzuhängen, die eher radikal unterwegs sind, geringer und dadurch auch eine Friedensmaßnahme. Eine befriedende Maßnahme, sagen wir so. Die wahre Quelle von den Konflikten ist ja in der Regel nicht die ethnische, sondern eine frustrierte, hoffnungslose Jugendliche, Arbeitslosigkeit,
die ein fruchtbarer Boden ist, um gegen radikale Bewegung anhängig zu sein. Und daher, das ist hier wie dort und alles, was da Hoffnung schafft, ist eben auch friedensschaffend. Ja, danke. Ja, und hier wie dort hofft die Jugend eben auch auf Verbesserungen. Wir haben ja eine Frage von der ElCOI, der jungen Frieden sage ich schon, der jungen Klimakonferenz, die vorletzte Woche, glaube ich, war. Ich glaube, Ruth und Steffen waren auch da, oder? Sebastian wollte vorbeischauen, ich war auch dabei. Also Vega Mensch fragt, geht, glaube ich, in deine Richtung, Ruth, gibt es staatliche Programme, die CO2-Kompensation in Deutschland unterstützen? Denkt ihr, es ist genug oder was könnte die Regierung da noch machen? Also die Regierung unterstützt es insofern, dass wir eben gemeinnützig sind und dass man, wenn man eben an uns spendet, also an Fortemont, dass man sich dann das anrechnen lassen kann. Also genauso wie bei Menschen für Menschen. Das ist natürlich schon mal eine schöne Unterstützung, weil man da ja bis zu, wie hoch ist der Spitzensteuersatz, 45%, dann eben wieder zurückerstattet bekommt vom Staat. Und ich finde es auch sehr richtig, dass der Staat eben da einen Teil quasi mitfinanziert, weil diese ganze Aufgabe, das auf 1,5 Grad zu begrenzen und dafür zu sorgen, dass wir ein funktionierendes Ökosystem haben, aus meiner Sicht ist das eigentlich vor allem Aufgabe des Staates. Aber wir sehen einfach momentan, dass die Systeme noch nicht 1,5 Grad konform sind. Das gilt für den Emissionshandel, den verpflichtenden, den es gibt und eben auch für die natürlichen Systeme, die wir jetzt haben. Da brauchen wir eben die Privatpersonen und die Unternehmen, die mitmachen und das stärken, weil im Endeffekt sitzen wir eben alle im gleichen Boot. Ja, und eben, es gibt Commitments aus der Wirtschaft und auch von den Staaten und teilweise wird auch überlegt, ja, okay, wie vermeiden wir, dass das doppelt angerechnet wird? Eine Frage im Chat, vielleicht kannst du die beantworten, Sebastian, war, wie regelt ihr das Zusammenspiel mit den ausländischen Staaten? Also, die haben Emissionsminderungsziele und rechnen vielleicht Waldaufforstung in ihrem Land dann auch auf ihre Zielsetzung an oder wie macht ihr das? Ja, diese berühmte Gefahr der Doppelzählung, die ist in der Tat noch nicht vollkommen regulatorisch ausgeschlossen. Das ist so, das ist der berühmte Artikel 6 im Pariser Abkommen. Da ist noch nicht eine finale Lösung da. Das ist erst dann ein Thema, wenn man wirklich registrierte Projekte hat und mit dem Staat hier im Gespräch ist. In Afrika ist es eigentlich so, in vielen Staaten laufen viele Projekte, die vom Staat gar nicht registriert werden. Deswegen kann er sie auch gar nicht sich anzählen lassen. Also die Gefahr der Doppelzählung ist bei den Projekten, die wir machen, nicht da, weil der Staat sie als solche gar nicht registriert hat. Aber da braucht es de facto eine Regelung, also dass man, beziehungsweise vielleicht sogar eine Chance, wenn man es sauber regelt, dann kann der Staat mit solchen Projekten, haben die ausländischen Staaten vielleicht sogar ein größeres Interesse, solche Projekte noch zu fördern, um ihr eigenes NDC, also ihr eigenes National Contribution sozusagen, schneller runterzubringen. Also es wäre sogar eher ein Vorteil, wenn man das klar geregelt ist. Aber das heute ist es de facto, ich meine, Äthiopien ist dreimal so groß wie Deutschland und hat eine Bevölkerung von 120 Millionen Menschen und da gibt es so wahnsinnig viel Fläche, wo man aufforsten kann, ohne dass es irgendjemand merkt und irgendjemand denkt, da ist die Gefahr einer Doppelzählung extrem gering im Moment. Ja. Steffen, ich glaube, wir haben noch nicht so genau beleuchtet, und zwar vorhin so eine Frage in diese Richtung, welches Thema Aufforstung für euch spielt, nämlich ihr habt einerseits das Wasserthema als Fokus. Und andererseits eben, klar, CO2-Kompensation, wie geht das zusammen? Das heißt, ihr achtet dann besonders auf eine Passung von Projekten, die auch ja letztendlich den Wasserkreislauf fördern? Oder ja, wie geht ihr da vor? Ja, also wir haben ein Projekt, aber es hat jetzt nichts mit CO2-Kompensation zu tun. Das ist einfach wegen der regionalen Nähe. Nationalpark Schwarzwald unterstützen wir. Wenn man das jetzt rein, ich weiß nicht, mit Zahlen nennt, ist Stand heute so, wenn wir das wirtschaftlich betrachten, sind die deutschen Waldprojekte hinsichtlich CO2 nicht wettbewerbsfähig mit globalen Süden. Und selbst im globalen Süden sind die Waldprojekte im Vergleich zu früher Wasserprojekten oder Windenergie oder so auch wiederum sehr teuer. Deswegen, wenn man rein rational vorgeht, trotz Goldstandard und allem, haben wir bisher noch nicht in Waldprojekte CO2-technisch investiert oder uns da von den Zertifikaten bedient. Aber wir schützen trotzdem den Wald. Wir haben es zum Beispiel in der Türkei, da haben wir Tochtergesellschaften. Also einen Teil unseres CSR-Budgets nutzen wir auch sehr regional. Und ich glaube, was die Menschen dann noch mehr
motiviert ist, wenn du so diesen direkten Impact siehst. Also wenn du dann mal mit einer Gruppe in den Wald reingehst und du siehst es einfach, was da passiert. Also in Türkei haben wir auch so ein Aufforstungsprojekt gemacht mit den Mitarbeitenden zusammen. Also dass du das dann halt irgendwie nochmal eine Bindung herkriegst und dass das nicht nur so ein Dokument ist und dann CO2 und ein Preis, also sehr rational, sondern dass du eher auf die emotionale Schiene gehst. Eigentlich geht es ja um die Wertschätzung von Natur. Und dann erkennst du auch diese Zusammenhänge zwischen Wald, das Biosystem, Wasser, für Grundwasser hat es was zu tun und so kriegen wir dann den Kreislauf auch hin zur Dusche. Das ist so unser Ansatz. Aber bisher sind CO2-Kompensationsprojekte in Richtung Wald bei uns nicht Teil des Sortiments gewesen. Es waren am Anfang das, was du genannt hast, Sebastian, auch, da ging es um diese Öfen, aber das war echt so ein bisschen so, brauchst du 2-3 Schritte. Also da ist so die Idee, man nutzt ja kein Holz, also es ging um Trinkwasser und das Trinkwasser ist Oberflächenwasser und es ist kontaminiert und deswegen muss das abgekocht werden, damit man es sicher trinken kann. Und wenn du dann praktisch in Filtersysteme oder bei uns waren es Filter, Keramikfilter investierst, dann war die Rechnung, dass du dann eben kein Holz nimmst, um das zu verbrennen und dann zu filtern. Ob das tatsächlich immer so der Fall ist oder nicht, boah, das ist echt, es sind so viele Variablen drin und davon haben wir mittlerweile dann Abstand genommen und haben auch, also dann machen wir lieber, unterstützen wir zum Beispiel ein Startup, Waterbird, die haben auch wie so Pumpen, wo man dann praktisch aus Kanister das Wasser durchpumpen kann und da geht E. coli auch raus. Gibt es zwar keine CO2-Zertifikate dafür, aber wir wissen, dass es funktioniert und wir bilden dann die Schulen. Also ich würde auch nicht immer alles nur machen wegen diesem CO2-Zertifikat. Manche Dinge machen auch Sinn, ohne dass es halt zertifiziert ist. Ja. Um eine gesunde Balance zu finden. Ja, du hast ja auch gerade ganz offen schon so Herausforderungen angesprochen und wenn man die dann erkennt, dann kann man auch daraus lernen, auch mal wieder was bleiben lassen, ausprobieren und dann ja weitergehen und eben sagen, okay, dann haben wir jetzt eine andere Lösung gefunden. Es war nämlich auch eine Frage im Chat, welche Probleme habt ihr denn auch oder wie behebt ihr die? Ruth, vielleicht kannst du auch eine Kurzgeschichte erzählen von Herausforderungen, die ihr habt bei eurer Arbeit und wie ihr da rangeht oder rangegangen seid. Ja, bei uns ist vor allem eine große Herausforderung, ist ja eine Arbeit, die sehr auf Vertrauen basiert, weil die Menschen uns natürlich vertrauen müssen, dass wir eben mit den Spenden keinen Quatsch machen, sondern dass wir die wirklich effizient möglich für den Klimaschutz einsetzen. Und da haben wir jetzt vor allem mit Transparenz gearbeitet. Also wir haben uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen und machen wirklich alles transparent, sodass Menschen sich das genau anschauen können, was wir machen, wo die Gelder hinfließen. Wir haben die Jahresabschlüsse jetzt veröffentlicht und haben jetzt, was mich total gefreut hat, haben wir jetzt im Zuge dessen auch dieses Fineo-Wirktsiegel, also werden wir jetzt verliehen bekommen. Im November in Berlin, die haben wirklich auch alles einmal komplett durchleuchtet. Und das ist natürlich auch wieder was Vertrauen schafft, weil wir eben vor diesem Dilemma stehen, dass es eben externe Zertifizierungen in Deutschland einfach noch nicht gibt, sowas wie Gold Standard oder andere Zertifizierungen. Und dann ist sowas wie das Wirksiegel natürlich sehr, sehr schön. Sebastian, du hast gesagt, ihr schaut euch natürlich eure Projekte an, beziehungsweise eure eigenen Mitarbeitenden sind einfach ganz nah dran. Vielleicht habt ihr andere Herausforderungen, die ihr dann entsprechend angeht. Klar, also die Menschen, mit denen wir zusammen arbeiten, die verdienen 500 Euro im Jahr und machen seit 2-3 Generationen die Art von Landwirtschaft, die sie machen. Und jetzt musst du mal einen Bauern oder eine Bäuerin überzeugen, das alles zu ändern. Wie geht ihr das auf das Risiko, dass sie eine Regenzeit verpasst und es funktioniert nicht, hat sie nächstes Jahr für die Familie kein Essen? Das heißt, die Überzeugungskraft an die Bauern zu sagen, das ist sinnvoll, dass wir mal dieses Stück Wald hier schützen und dann zu gucken, da was anzupflanzen, das ist ja ein großes Risiko, was sie eingehen. Das heißt, die Vertrauensmaßnahmen sind am Anfang extrem wichtig. Und da hilft natürlich, wenn man 30, 40 Jahre vor Ort ist, wenn man die lokale Sprache spricht, wenn die 600 Mitarbeiter, die wir haben, nur Äthiopier und Äthiopierinnen sind, die vor Ort wirklich sich mit den Menschen leben und nur so überhaupt überzeugen können, dass sagen, wir probieren das gemeinsam, um das umzustellen. Das ist ja das Problem, dieses Teufelskreis, der in den Ländern immer weiter runtergeht, dass man einmal den Teufelskreis umdrehen muss und dazu brauchst du eine ziemliche Injektionsenergie. Ja, und das ist nicht einfach. Da diskutiert man mal ein Vierteljahr mit der ganzen Community, bevor man dann anfängt, so einen Wald zu schützen.
Aber das Schöne ist, dann im zweiten Jahr sind sie ganz begeistert und wollen dann mehr aufforsten. Ja, und dann können wir nicht noch mehr Setzlinge machen, dann können wir noch mehr terrassieren. Und das, und bei dieser Komplexität so wiederum die zweite Problematik ist, das zu vermitteln nach hier an die Spenderinnen und Spender oder an die, die sagen, was braucht es eigentlich? Und wie der Steffen vorhin so schön beschrieben hat, die Konflikte, die letztlich am Menschen vor Ort dann auftauchen, mehr Arbeit oder mehr Geld oder mehr Gesundheit oder mehr Natur oder was optimiere ich jetzt eigentlich gerade, die passieren, da muss der CEO in der Firma klären, das muss aber auch ein Mensch, der da betroffen ist, klären. Und diese auszutragen vor Ort, das ist sozusagen die Hauptarbeit, das aber einfach zu vermitteln an den Spender und zu sagen, ja, die einen können das und die anderen vielleicht machen das so schnell, das ist nicht so trivial. Was ist denn von euch dreien so eine Abschlussempfehlung, die ihr unseren Zuhörerinnen, Zuschauern und Zuschauern mitgeben wollt, wie man mit der eigenen CO2-Bilanz umgehen kann, was es da ja vielleicht für einen ersten Schritt gibt oder auch, wenn man schon tiefer drin ist, was man da sich nochmal anschauen könnte? Vielleicht hat jeder von euch ein etwas, was jeder mit nach Hause nehmen kann, der heute hier zuhört. Steffen, magst du anfangen? Ich habe letzte Woche ein schönes Zitat gehört, das ist mir einfach im Kopf geblieben. Und das hieß, wer versteht und nicht handelt, hat nicht verstanden. Und ich glaube, das drückt es für mich aus, wir müssen einfach machen. Und wer nur irgendwie seine CO2-Bilanz hat, aber nicht handelt und nur auf Zertifikate setzt, der hat es auch nicht verstanden. Also ich denke, für Industrieunternehmen geht es darum, einfach zu machen und zwar so schnell wie möglich. Dankeschön. Das ist ganz im Sinne eines Chat-Teilnehmers, der gesagt, gesunden Menschenverstand einschalten und CO2 vermeiden, wo es nur geht. Ja. Ruth. Ja, meine Empfehlung ist, wirklich ins Handeln kommen und auch die Freude damit verbinden. Das Schöne ist ja, wir alle sind ja Konsumenten, Konsumentinnen. Und wir können eben mit dem Geld irgendwas kaufen, was das Problem verschlimmert, aber wir können auch mit dem Geld was machen, was eben die Sache verbessert. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht, wofür man sein Geld eben einsetzt. Und dann das auszuwählen, was einem an Herzen liegt. Also wenn einem zum Beispiel Entwicklungshilfe noch wichtig ist, zusätzlich zum Klimaschutz, dann ist sowas wie Menschen für Menschen ideal. Wenn man gerne hier vor Ort was verändern möchte, dann ist halt sowas wie For Tomorrow gut. Da gibt es so viele verschiedene Sachen, die man eben unterstützen kann. Und dass man da eben schaut, was bringt mir Freude, was macht mich auch mit glücklich. Wunderbar. Sebastian. Ich war gestern in einem urzeitlichen Museum in der Höhle der Schwäbischen Alb, wo Menschen vor 40.000 Jahren schon gelebt haben und natürlich mit irrsinnigen Naturproblemen gekämpft haben und in irrsinnigen Umständen gelebt haben. By the way, schon 40.000 Jahren auch schon Flöten gebastelt haben, fand ich super interessant. Also Musik war immer schon Teil des Lebens der Menschen, war auch nicht wegzudenken. Und manchmal denke ich, dass so diese Endzeitstimmung so ein bisschen eine Frage ist, ein bisschen eine Hybris ist auch zu sagen, warum sollten wir nach 40.000 Jahren Menschen ausgerechnet die sein, die nicht eine Lösung finden zu dem Thema. Und ich glaube, deswegen ist es Don't Stop Thinking und Acting, also das ist ganz entscheidend, dass man nicht frustriert und resigniert, sondern man kann immer handeln, man kann was tun und nur weil wir nicht die Fantasie haben, manchmal zu sehen, wo die Lösung ist, heißt nicht, dass eine Lösung kommen wird. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, deswegen glaube ich, immer weiter daran arbeiten und jeden Tag kann man was tun und es verändert sich auch wahnsinnig viel und daher weitermachen. Dankeschön. Ja, auch ganz wunderbar noch einen Kommentar dazu im Chat, dass wir unsere Selbstwirksamkeitsmuskeln trainieren dürfen, nämlich das Gefühl, dass ich was machen kann. Robert Swan, der britische Polarforscher und Umweltschützer, hat mal gesagt, die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anderes ihn rettet. Ja. Mhm. Und genau. Insofern gibt es viele Ansatzpunkte. Einige davon habt ihr heute mit uns geteilt. Ganz herzlichen Dank dafür und ganz herzlichen Dank auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr könnt aktiv werden und Sie können aktiv werden. Es gibt ja zum Beispiel von Menschen für Menschen die Wald wirkt Wunder-Kampagne. Einfach mal auf der Website nachschauen. Wie der Wald Wunder wirken kann mit den Menschen, für die Menschen und natürlich sich auch weiterhin ja engagieren und informieren. Unter anderem ist diese Veranstaltung ja Teil des Münchner Klimaherbsts
Und da gibt es ein ganz wunderbares Programm. Auch viele, die uns vielleicht heute auch zugehört und geschaut haben, die nicht aus München sind, können an den Online-Veranstaltungen teilnehmen, so wie heute. Insofern, ja, bleiben Sie, bleibt engagiert und steckt gerne andere an mit dieser Inspiration, die ihr von heute mitgenommen habt. Einen schönen Abend wünsche ich. Danke auch. Okay, ciao. Tschüss. Danke fürs Mitdiskutieren.